Kinder, wir wollten dann starten und, naja, wie das Leben so spielt. Ich habe heute meine Sachen vergessen, aber wir kriegen das hin. Das wird ein toller Unterricht. Aha, Frau Tschillig hat also die Sachen vergessen. Wie war das letzte Mal bei mir mit den Hausaufgaben? Müssen Sie jetzt immer doppelte Sachen mitschleppen oder wie sieht das aus? Hey, Steve, hast du auch so Hunger? Ich habe noch Kekse unterm Tisch. Sollen wir die essen? Julian, wir könnten ja vielleicht auch eine Doppelstunde rechnen machen. Was? Nein. Wie findest du das denn? Nee, muss nicht sein. Das war eben nur ein Spaß. Nee, also beim nächsten Mal nehmen Sie bestimmt wieder Ihre Sachen mit und dann können wir einen ganz normalen Unterricht machen. Machen Sie ruhig weiter. Oh, Steve, ich habe voll Hunger. Ist mir egal, ich werde jetzt was essen. Psst, Julian, danach kannst du was rüberwachsen lassen. Ich will auch Kekse. Kinder, was ist denn das hier für ein Geraschel? Und gar nichts. Hier vorne, Ruhe in der ersten Reihe. Ich will jetzt hier mit dem Unterricht anfangen. Oh, sie hat sich umgedreht. Ich kann den Keks essen. Kinder, Ruhe, habe ich gesagt. Aber gar nichts. Okay, ich bin ruhig. Oh Gott, der Keks ist in meinem Mund noch. Julian, gib mal her. Du kriegst ja alles alleine. Gib her, ich will auch was. Oh nee, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt habe ich auch keine Kreide, um was anzuschreiben. Oh, super, ein Vollkornkeks. Den lass ich mir schmecken. Habe ich's doch geahnt, Steve. Was fällt dir ein, hier im Unterricht bei mir zu essen? Das ist nicht erlaubt. Was? Also, ich habe doch gar nichts gegessen. Also, das stimmt doch gar nicht hier. Aha. Ich habe nichts im Mund. Ja, Steve, du hast nichts im Mund, aber am Mund hast du was. Oh Mann, da sind noch ganz viele Kekse, Krümel und so. Und Julian, kannst du mir vielleicht einmal verraten, was diese Keksdose da auf deinem Wo kommt die denn auf einmal her? Im Unterricht wird nicht gegessen. Ach so, ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Oh, da ist er ja. Julian, was machst du denn noch hier? Hä, das sind doch nur Kekse, Herr Tschillig. Sie brauchen mich doch jetzt nicht rausschmeißen. Oh, Frau Tschillig, muss ich jetzt zu Herrn Tschillig? Bitte nicht. Nein, selbstverständlich nicht. Aber Max, was möchtest du denn hier? Wir wollten gerade Mathe machen. Ja, Max, ich meine, Herr Tschillig, was wollen Sie hier? Anna, du weißt ganz genau, was ich... Ich verstehe gar nicht, warum die Klasse noch hier ist. Ihr müsst doch auf den Schulhof. Heute ist doch das große Duell. Duell? Was für ein Duell denn? Ja, stimmt, ja. Kinder, wir müssen schnell runter. Und Julian, du ganz schnell. Muss ich jetzt hier kämpfen, um auf dieser Schule zu bleiben? Nein, was Julian. Für ein Duell denn? So Los, ein Schwertduell? Schnell nach unten, wir erklären dir über alles. Über die Rittern, ja gut, okay. Hopp, Kinder, alle Mann runter, alle runter jetzt. Also das verstehe ich nicht, Frau Tschillig. Also was denn für ein Duell? Oh, ich hab's total vergessen, euch zu sagen. Heute ist das Quizduell. Lehrer was? Gegen Schüler. Was? Oh Mann, das wird spannend. Ich bin mal gespannt, wer da mitmachen darf. Also ich möchte es nicht. Ich werde bestimmt nicht gewinnen. Ach, Julian, da bist du ja endlich. Julian, kannst du bitte jetzt mal Platz nehmen? Also du vertrittst heute die erste Klasse. Wir haben jemanden von der zweiten, jemanden von der dritten und jemanden von der vierten. Und du bist für die erste Klasse zuständig. Hopp, hinsetzen. Warten Sie mal. Wie? Ich soll mitmachen? Okay, aber die ganze Schule ist ja hier. Oh nö, da blamier ich mich doch. Ich weiß doch gar nichts. Was für ein Quizduell, erste Klasse. Ich weiß doch keine Antwort auf die Fragen. Oh, Frau Tschillig, ich will das nicht. Also wenn ein paar Mathefragen rankommen, okay, aber ihr seid doch alles Lehrer, ihr wisst doch alles viel besser. Ach, Julian, das kriegst du hin. Ja, ja. Das sind keine schwierigen Fragen, zumindest nicht alle. Das sind auch Alltagsfragen dabei, die können bestimmt auch Kinder beantworten. Ach so, okay. Und jetzt kannst du dich am besten hinsetzen, ja, dann gut, starten okay. wir gleich. Oh Mann, ich hab doch gar keine Ahnung. Die Lehrer werden sowieso gewinnen und ich werde mich blamieren als Erstklässler. Los, Julian, du schaffst das. Los. Und Julian, denk dran, also wenn du gewonnen hast, dann kommst du direkt zu mir. Das hast du alles nur dem Steve zu verdanken. Vergiss das nicht zu sagen. Aha, Steve, gut zu wissen. Hast du was gegen... Oh, ich bin so nervös und... Oh, ist das nicht Mario? Wie? Oh, der ist ja aus der vierten Klasse. Oh, der will mich doch sowieso ärgern. Oh nein, wie kann man uns das nur antun? Dieser Junge soll bei uns hier mitmachen, dann haben wir doch sowieso verloren bei diesem Quizduell. Naja, ich sag's sehr ungern, aber da hat er, glaube ich, recht. Also ich glaube nicht, dass wir gewinnen werden. Oh, wo bleiben denn die beiden? Oh, die wollten doch extra noch vorbeischauen. Die hatten doch die Idee heute. So, da sind wir jetzt schon. Endlich. Wir hatten heute 5 Stunden, deswegen sind wir ein bisschen spät dran. Ach so, ja gut, okay, tut komm, uns leid. Auf geht's. Alles klar, alles ist bereit. Das Quizduell Lehrer gegen Schüler kann starten. Oh nein, wie? Hanna will die Fragen stellen? Och nee, Hauptsache keine privaten oder peinlichen Fragen. Okay, Luisa, wir haben ja die Fragen schon vorbereitet. Also das heißt, wir sind heute die Jury und die Moderation. Dann kann's losgehen, oder? Ja, klar! Hallo zusammen, wir sind Hanna und Luisa. Wir waren auch mal hier auf der Schule. Vielleicht kennen einige von euch uns noch. Und wir hatten die gute Idee, hier heute das erste Quizduell Schüler gegen Lehrer zu veranstalten. Herzlich willkommen! Wie ich sehe, sind schon alle bereit und ich glaube, die ganze Schule ist hier. So, auf dieser Seite haben wir die Lehrer. Da haben wir einmal Herrn Tschillig, Frau Zahl, Frau Tschillig, Frau Diever und Herrn Fitt. So, und hier auf der anderen Seite, da haben wir die Schüler. Jemanden aus der ersten Klasse, aus der zweiten Klasse, aus der dritten Klasse und aus der vierten Klasse. Oh, du kannst uns gleich Loser nennen. Wir haben doch diesen Erstklässler hier, diesen Julian, der weiß doch gar nichts.
Wo willst du das denn wissen? Also, okay, ich weiß nicht viel, aber vielleicht kommt ja eine Frage mit Minecraft oder so. Dann kann ich da antworten. Okay, also wenn alle bereit sind, kann es losgehen. Auf euren Tischen findet ihr jeweils noch einen Buzzer. Und da müsst ihr draufdrücken, wenn ihr die Antwort kennt. Los! Schüler! Was kommen denn für Fragen dran? Also, Leute, also ich werde gar nichts sagen. Okay, ich sitze hier einfach nur still. So, die erste Frage lautet, wie heißt der höchste Berg der Welt? A. Zugspitze, B. Mount Everest, C. Rhein und D. Bielefeld. Hä, was ist das denn für eine Frage? Wie soll man da denn die Antwort wissen? Und außerdem, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Ah, ich sehe, die Lehrer wissen die Antwort. Der Buzzer hat geklungen, okay? Also, naja, ich weiß es natürlich. Es ist der Mount Everest. Und das ist natürlich richtig. Ein Punkt für die Lehrer. Kinder, wir sind immer noch eure Lehrer. Wie könnt ihr uns denn auspfeifen? Naja, ihr habt genauso aber, die Chance gehabt. Schatz, aber heute geht's ja Lehrer gegen Schüler, also irgendwie verstehe ich schon. So, damit haben wir jetzt den ersten Punktestand. Es steht 1:0 für die Lehrer. Erdkunde, das gibt's doch erst in der 6. Klasse. Wie können wir das denn überhaupt wissen? Ja, typisch. Hanna, mach mal vernünftige Fragen. Oh, Julian, das sind vernünftige Fragen. So, jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Von wem ist der Song Maps? Von Justin Bieber? Von Nena, von Kanye West oder von Maroon 5? Aha, damit habe ich schon gerechnet. Die Schüler waren schneller. Also hier aus der 3. Klasse? Das ist sowas von einfach. Maroon 5 ist die Antwort. Ich kann es auch singen. Nein, also singen brauchst du das nicht. Das ist natürlich richtig. Super. Schüler. Naja gut, also wenn es so weitergeht, dann kann ich ja einfach hier sitzen bleiben, oder? So, jetzt kommt die nächste Frage. Das ist wieder eine Erdkundefrage. Oh. Wie heißt die Hauptstadt von Italien? Ist es A. Mailand, B. Berlin, C. Paris oder D. Rom? Hanna, ganz ehrlich, ist ja klar, dass die Fragen wieder von dir kommen. Was ist das denn für Fragen? Das können wir doch gar nicht wissen. Aha, in der Zeit, in der die Schüler diskutieren, haben die Lehrer anscheinend schon die Antwort. Ja, bitte? Das weiß ich natürlich. Also, ist das nicht diese Modehauptstadt Mailand? Also, Frau Diva, nein, also das ist nicht unsere Antwort. Unsere Antwort ist Rom. Können wir das gelten lassen? Nein, natürlich nicht. Hey, Hanna, das zählt nicht. Schwierig, aber nein, das zählt auf jeden Fall. Herr Fitt hat schließlich die richtige Antwort gegeben. Das ist dann wieder ein Punkt für die Lehrer. Also, das sind dann 2 Punkte für die Lehrer. Und ich mache direkt weiter mit der nächsten Frage. Wer oder was ist Corncrafter? Ist das A, ein Energiekonzern? B, eine Frucht? C, ein YouTuber oder D, ein Musikinstrument? Was? Wie bitte? Das habe ich noch nie Kornkrafter. Was? Kraft? Ja, natürlich. Hier, wir sagen Energiekonzern. Was? Ich habe ja gar keine Ahnung. Was? Hier, wir wissen es, ich weiß es. Ist ein YouTuber. Der hat früher auch immer Minecraft gespielt. Und das ist richtig. Das war der 2. Punkt für die Schüler. Jetzt steht 2:2. Super, Julian. Yeah, super, Julian. Das hat alles von mir gelernt. Also gut, dann mache ich weiter mit der nächsten Frage. Welches elektronische Spiel ist momentan das beliebteste? Ist es A. Tetris, B. Minecraft, C. Super Mario oder D. Die Sims 4? Oh, die Lehrer sind als Erstes. Ah, dabei wusste ich's doch. Oh, vielleicht sagen die ja was Falsches, aber ist doch eigentlich klar, was die Antwort ist. Also so eine leichte Frage habe ich noch nie gehört. Das habe ich immer in meiner Kindheit früher auch gespielt und ist immer noch super beliebt. Ich sage Tetris. Was ist das denn? Das hat meine Oma früher gespielt. Auch. Ja, hier, wir wissen es. Wir wissen, wer auf den Buzzer gedrückt. Okay, dann sind jetzt die Schüler dran. Das beliebteste Spiel ist natürlich Minecraft, mein Lieblingsspiel. Oh Mann, ich habe schon gerochen, dass Julian da die Antwort kennt. Also, das war der 3. Punkt für die Schüler. Super, die Schüler führen jetzt. Oh yes, I like to move it. I like to move it. Julian, kommst du bitte sofort vom Tisch runter? Das wird nicht auf den Tischen getanzt, auch wenn ihr jetzt führt. Oh ja, ist ja gut. Okay, wir führen. Klasse, und ich wusste was. Und Mario wusste bisher gar nichts. Also gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer war der erste Mensch auf dem Mond? A. Neil Armstrong, B. Luke Skywalker, C. Buzz Lightyear oder D. Der Sandmann? Das ist doch super einfach. Hier, wir die Schüler. Es war natürlich Luke Skywalker von Star Wars. Ist doch klar, das ist doch überall hier in den Sternen und so. Oh Mann, ist das dein Ernst, Mario? Das war natürlich falsch, Luke Skywalker. Das war aus dem Film und außerdem, das glaube ich in der Zukunft. Ich weiß es aber nicht. Das war falsch. Dann wissen es die Lehrer, oder? Max, nein. Nicht Buzz Lightyear. Das war Neil Armstrong. Ja, das ist die Antwort. Und das ist richtig. Damit steht es wieder unentschieden. 3:3.
Yeah, Lehrer Ford! Ihr seid die Besten! Das verstehe ich nicht. Wie kann man nur Luke Skywalker sagen? Das geht doch gar nicht. Das war... Oh, Mario, ey. Hä? Wie kann man denn als Schüler für die Lehrer sein? Bestimmt denken die, sie kriegen gute Noten davon. So, kommen wir jetzt zur vorletzten Frage. Das ist wieder eine Erdkundefrage. Oh Mann. Welcher Kontinent besteht aus den meisten Staaten? Ist es A, Nordamerika, B, Afrika, C, Südamerika oder D, Europa? Oh, schon wieder so eine Frage, aber nein, wir wissen's. Ich habe gestern was gesehen im Fernsehen. Ja, okay, also Julian weiß es anscheinend. Wie kann der sowas wissen? Das ist doch voll schwer. Also da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also wenn Julian das weiß, ich glaube, keiner von uns weiß das. Oder war Fernsehen jetzt schon die Antwort? Also, das habe ich gestern noch gesehen und zwar ist die Antwort Afrika. Wow, also das ist tatsächlich richtig, Julian. Ein Kompliment, super. Klasse, Julian, super. Ich bin richtig stolz auf dich. Wow, oh, Anna, also du weißt schon, dass wir verlieren. Krass das. Ja, Julian, klasse, Julian! Nur noch eine Frage. Ja! Du gewinnst oder ihr gewinnt. Okay, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so viel weiß. Okay, die letzte Frage, vielleicht gewinnen wir wirklich. Okay, also jetzt kommt die letzte Frage. Und wie ihr wisst, steht es momentan 4-3 für die Schüler. Das heißt, die Lehrer müssen jetzt wirklich nachlegen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gewinnen werden. Mit mir an der Schülerseite ist das kein Problem mehr. Ich weiß ja fast alle Fragen. Und wenn das jetzt wieder so eine komische Erdkundefrage wird, also dann gibt's aber Ärger. Also die nächste Frage ist, also Baby's Beauty Palace, das ist eine YouTuberin und die hat ein Kind bekommen. Und die Frage ist, ist es ein Mädchen, ein Junge, Zwillinge oder haben wir uns vielleicht einfach nur ausgedacht, dass es diese Person überhaupt gibt? Oh, hier, ich weiß es. Es ist ein Junge. Und das ist richtig. Damit haben die Schüler das Quizduell gewonnen. 5-3. Ich bin der Beste. Ich wusste, dass du die Frage mit Minecraft richtig beantwortest. Klasse. Ja, das wusste ich auch. Deswegen habe ich es dir auch gesagt. Und deswegen wusste ich es. Und deswegen war es auch richtig, weil ich es wusste. Nein, du weißt schon, was ich meine. Oh nein, wir haben verloren. Oh, wie konnten wir nur? Wir waren so schlecht. Wir müssen üben. Ab geht's, Runden laufen. Fit, wir laufen jetzt keine Runde und außerdem, was soll das bringen bei einem Quiz? Wir werden jetzt den Schülern gratulieren zu ihrem Sieg. Na, wie fühlt sich das an? Na, ihr habt verloren. Ja, Julian, ich habe mir das einfach mal anders überlegt. Ich glaube, die Kinder, die feiern sich schon zu viel. Also, ich lasse es einfach. Okay, Leute, und jetzt können wir eine Party feiern, hier auf der Schule bestimmt. Yeah! I like to move it. I like to move it. Oh Mann, ihr könnt das ja auch alle. Könnt ihr auch den Julian dancen? Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Yeah! Ja, Julian, Nein! Ich hab gesagt, wir müssen erstmal diesen Fall hier klären. Vorher setze ich mich nicht auf meinen Platz, damit das klar ist. Das ist ganz wichtig für mich. Oh Mann, wie der wieder übertreibt. Da steht doch nur was auf der Tafel. Und wenn's was Schlimmes wäre, dann würde ich's ja noch verstehen, aber so? Was hab ich da gehört, Mia? Da steht nichts Schlimmes. Guck mal, was hier steht. Julian liebt Einhörner und das ist nicht der Fall. Und Frau Chillig, ich werde mich nicht hinsetzen, bevor das hier erstmal geklärt ist. Wir machen das hier wie im Gericht, wie bei so Gerichtsshows. Julian, nein, so machen wir das nicht. Oh doch, ich möchte meinen ersten Zeugen aufrufen. Nein, so geht das jetzt nicht. Ich möchte jetzt mit dem Matheunterricht starten. Oh, aber Frau Chillig, ich weiß schon, wer das war. Steve, du warst das doch, oder? Setz dich mal schön wieder auf deinen Platz, Julian. Also Julian, ich finde das schon ziemlich witzig, weil vielleicht liebst du ja Einhörner. Aber nein, auf diese coole Idee bin ich diesmal leider nicht gekommen. Ich wünsche die Rehre von mir. Und Julian, was ist denn so schlimm an Einhörnern? Was? Ich finde die super schlimm. Oh ja, ist ja gut. Dann setze ich mich halt hin. Aber ich bin dafür, dass Steve trotzdem eine Strafe bekommt. Vielleicht doppelte Hausaufgaben, so wie ich die letzten Wochen. Anna, was ist denn hier los? Ihr habt ja noch gar nicht aufgeräumt. Julian? Oh, hey, chillig, nur weil ich liebe keine Einhörner, das stimmt nicht. Bitte nicht bestrafen dafür, bitte nicht. Also, ich habe nichts groß gegen Einhörner, aber ich liebe sie auch nicht. Julian, was erzählst du da von Einhörnern? Nein. Heute gibt es doch die zweite Runde von Lehrer versus Schüler und hier ist doch gar nichts vorbereitet. Oh, was? Schon wieder Lehrer versus Schüler? Oh Mann, worum geht's denn heute? Aber Max, ich dachte, wir nehmen dafür den Klassenraum der 4B. Ich wusste nicht, dass das hier sein soll. Aber na gut, Kinder, ihr habt's gehört. Alle Tische beiseite. Herr Chillig, ich wollte Sie noch was fragen. Also kann ich vielleicht heute mitmachen, bitte? Naja, dann frage ich dich mal was. Bist du Klassensprecherin? Nein. Also, dann eher nicht. Das ist nur für Klassensprecher. Ach, schade. Ja, tut mir leid, geht aber nicht anders. So, hey, wir müssen hier alles vorbereiten, das geht gleich schon los. Und wo ist eigentlich wieder Hanna geblieben? Die wollte das doch heute hier wieder alles übernehmen. Oh, was? Hanna macht das jetzt schon wieder? Und kann das nicht vielleicht Sarah heute machen? Ich weiß noch nicht mal, worum es geht. Das kann doch nicht sein, die sind schon wieder zu spät. Dabei meinte sie jetzt heute nur 5 Stunden. Und wo ist sie jetzt? Sie ist immer noch nicht da. Wo ist denn Hanna? Hey Leute, weiß einer von euch, worum es eigentlich heute bei Lehrer versus Schüler geht? Ich habe keine Ahnung.
Also ich weiß nur, dass du anscheinend Einhörner liebst. Leute, hört mal, Julia liebt Einhörner. Julia liebt Einhörner. Hey, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich liebe keine Einhörner, also ich hasse sie auch nicht. Also bitte jetzt nicht. Nein, nein, alles gut. Also ich weiß, dass du Einhörner liebst. Und genau deswegen habe ich das auch da hingeschrieben. Da sind wir. Also der Bus hatte Verspätung. Entschuldigung, aber wir haben alles vorbereitet. Es kann direkt losgehen. Endlich, endlich. Aber Hanna, ich dachte, ihr macht das... Pia dabei. Ich dachte, ihr macht das mit Luisa. Okay, mit Pia, alles klar. Wieso? Ja, weil Luisa heute keine Zeit hat. Und außerdem dachte ich, ich kann heute mal Mr. Handsome wiedersehen. Wo ist er denn? Tut mir leid, aber der ist heute leider nicht da. Oh nee, warum bin ich denn überhaupt hier? Ja, wegen Lehrer versus Schüler. Und jetzt kann's losgehen. Hey, geht ihr bitte auf eure Plätze? Also, herzlich willkommen bei Lehrer versus Schüler. Letztes Mal haben ja die Schüler gewonnen. Mhm. Und heute ist das Thema Kopfrechnen. Mal schauen, wie es heute so läuft. Oh, Backe. Buh, Lehrer, Buh. Schüler vor, Buh. Also ich muss schon sagen, ich wusste nicht, dass Lehrer hier so unbeliebt sind. Aber naja, gut, okay, das sind ja alle Schüler. Wo sind eigentlich die anderen Lehrer hier? Oh, Kopfrechnen? Oh, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann. Ich hoffe, da kommen nicht so ganz so hohe Zahlen dran. Dann kann ja die erste Runde losgehen. Also, die ersten beiden Teilnehmer kommen bitte hier vorne vors Podest. Und heute gibt es für jede richtige Antwort 10 Punkte. Ist ja ein Klacks für mich. Okay, dann geht's los. Die erste Aufgabe. Was ist das Ergebnis von 4 plus 8 plus 12? Oh Mann, das ist ja super einfach. 24. Mario. Hier, ich habe mich als erstes gemeldet. Also, das Ergebnis ist 20. Ja, 20. Obwohl ich keine Mathelehrerin bin, weiß ich, dass das 24 sind. Und das ist richtig. Die ersten 10 Punkte gehen an die Lehrer. Herzlichen Glückwunsch. Oh Mann, ist das sein Ernst? Und der ist schon in der 4. Klasse. Wie konnte der das denn nur falsch beantworten? Oh. Hey, warte mal. Nein, das sind doch 20. 4 plus 8. Ja, ist egal, trotzdem will ich den Punkt. Also du warst zwar schnell, aber die Antwort war einfach nicht richtig. Du musst schon richtig antworten, damit du die Punkte bekommst. Mario, gibt's hier ein Problem? Da hat sie natürlich recht. Also ich bin zwar von den Lehrern hier, ich möchte auch jetzt nicht hier irgendwie ihr Partei ergreifen, aber du hast eine falsche Antwort genannt. Also fertig aus. Nein, das ist mir egal, ich will jetzt die 10 Punkte. Hey, weißt du, wie ich mich blamiere hier? Gib mir sofort die 10 Punkte, die Antwort war richtig. Hey, jetzt lass die Finger von unserer Punkteanzeige. Die Antwort war falsch. Mario, so nicht. Raus mit dir. Also so geht das auf gar keinen Fall. Du hast ja gar keine Disziplin heute. Dann gehe ich halt raus. Aber 20 war richtig. Oder was doch. Ist mir egal. Meine Antwort war richtig. Oh Mann, Mario benimmt sich sowas von daneben. Hoffentlich wissen nicht so viele Leute, dass das mein Bruder ist. So, nächste Runde. Also, die Nächsten nach vorne. Julian. Was? Ich? Ja, komm nach vorne. Ja, ist ja gut. Dann steht jetzt wohl das nächste Duell an. Zwischen Herrn Chillig und Julian. Oh Mann, das wird spannend. Also Julian, ich möchte jetzt natürlich nichts sagen, aber ich glaube, die Runde wird an mich gehen. Ich meine, ich bin Mathelehrer und du bist gerade mal in der 1. Klasse. Also das sollte jetzt kein Angriff sein. Aha, habe ich auch nicht so verstanden. Aber wir werden schon sehen. Mal gucken, was für eine Aufgabe kommt. Ich bin ziemlich schnell in Mathe, müssen Sie wissen. Die Aufgabe lautet 18 minus 2 plus 3. Hier, Schüler, kein Problem. Das sind 19. Bitte was? Wie so schnell? Geht das denn? Aber sind das 19? Das sind 19. Super, Julian, du warst ja schneller als der Mathelehrer. Das gibt 10 Punkte für die Schüler. Mann, oh Mann, Julian hat's echt drauf. Na, wer ist jetzt der Lehrer, hä? Also immer noch Sie, ja, aber heute muss ich die Antwort schneller. Max, du bist doch Mathelehrer und dann lässt du dich von so einem kleinen Knirps vorführen? Also vielleicht hättest du dir einen anderen Job suchen sollen. Findest du das jetzt witzig oder was? Wir werden dich noch sehen. Also ich hoffe, du holst irgendwie deine Punkte. Ja, wir werden schon sehen. Oh Mann, jetzt machen sich schon die Lehrer gegenseitig fertig. Julian, klasse! Ja, hier ist euer König Julian. Feiert ihn ruhig. Falls ihr Geschenke habt, bitte an meine Adresse. Danke. Also, das ist ja eine Frechheit, wie der hier am Feiern ist. Naja, gut, würde ich wahrscheinlich auch, aber kann ich diese Aufgabe nicht lösen? Ist doch egal. So, ich mache noch eine Runde. Krieg ich locker hin. Aber Julian, diesmal trittst du nicht gegen Herrn Chillig an, sondern gegen Frau Chillig. Und ich bin, glaube ich, ein bisschen besser als mein Mann. Na, das werden wir sehen. Hier kommt die nächste Aufgabe. Also 10 plus 8 plus 5 plus 3. Also, das ist 10 plus 8 und wir haben doch nur bis 20 plus Julian, das kannst du noch nicht so gut wissen. Ich meine, 4 Zahlen zu addieren, das ist schon schwierig. Die Aufgabe, die Lösung lautet 24. Was? Nein. 10 plus 8 plus 5 plus 3? Das ist doch 26, oder nicht? Punkt an Julian! Ja! Wie war das eben, Anna? Ja, wer ist jetzt hier der beste Mathelehrer? Du auf jeden Fall nicht. Wie, was? Super. Max, jetzt sei doch mal leise. Wie sehen Lehrer wir eigentlich jetzt aus? Moment, ich muss kurz nachrechnen. Ja, rechne mal nach. Oh, Julian hatte recht. Ja, natürlich. Oh Mann, das hätte ich nicht gedacht, dass die Schüler so vorziehen.
Na dann, jetzt kommt mal jemand anders nach vorne. Der Nächste bitte. Eieiei, mittlerweile steht es 60 zu 10 für die Schüler. Die Lehrer sind wohl nicht mehr so fit im Kopfrechnen. Oh, los, na los, mach schon, ich will nicht mehr. Na gut, dann vielleicht noch mal etwas Leichtes. Also 12 minus 4 minus 3. Ich weiß es, die Antwort ist 5. Ich bin super im Minusrechnen. Und das ist richtig. Super, Punkt Nummer 70 für die Schüler. Also Minusrechnen, das konnte ich damals im Studium schon nicht so gut. Und jetzt, ich setze mich ja schon wieder hin. Oh, ich hasse dieses Spiel. Okay, kommen wir jetzt zur letzten Runde. Julian? Ich hätte vielleicht noch was vor hier bei der letzten Runde. Also, es können gern alle Lehrer gegen mich antreten. Ich glaube, ich werde trotzdem gewinnen. Ja. Yep. Oh, na gut, Leute, also wir müssen es jetzt wirklich anstrengen. Wir müssen mindestens jetzt noch einen Ehrenpunkt. Ja, heute wäre es nicht schon Blamage genug hier heute. Die Schüler, die machen uns total fertig. So was Peinliches. Na gut, dann kommt jetzt noch mal etwas ganz Schwieriges. Eine ganz lange Rechnung. 10 plus 8 plus 2 plus 3 plus 4 plus 2. Naja gut, also ich weiß die Lösung schon, aber vielleicht wollt ihr ja noch einen Punkt bekommen. Also ich lasse euch den Vortritt. Was war das jetzt? 10 plus 7? 10 plus 8? Nein, 10 plus 9. Oder, können wir ja nochmal die Rechnung hören? Nein, natürlich nicht. Oh Mann, das wird ja gar nichts. Ich weiß es. 29. Und das ist richtig. Super, damit gewinnen die Schüler. Glückwunsch. Dann Glückwunsch an alle Schüler. Wir haben gewonnen. Die Schüler sind hier die Besten. Yeah, an der Schule. Yeah, Schüler vor! Yeah. Ach, na gut, dann kommt mal wieder, müssen wir den Schülern auch gratulieren. Wir sind ja schließlich keine schlechten Verlierer, oder? Also ich werde nicht gratulieren, ist mir doch egal. Also wie konnten wir nur 10 Punkte erreichen? Max, jetzt sei doch nicht so. Ist mir egal. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf euch Kinder und vor allem auf dich, Julian. Du bist toll in Mathe. Dankeschön. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, aber ich möchte jetzt bitte kein Lehrer werden. Also ich möchte kein Mathelehrer werden. Das kannst du auch gar nicht. Weißt du, was für ein Studium das... Naja, gut, ich beruhige mich. Kinder, das habt ihr toll gemacht. Ihr bekommt natürlich auch noch eine Belohnung dafür. Ja, dieser Pokal. Ist der für uns? Der gehört jetzt euch. Also Klasse. Allen Schülern zusammen. Ihr habt schon das zweite Mal Lehrer versus Schüler gewonnen. Und... Oh Mann, klasse. Ich bin gespannt, was es als nächstes bei Lehrer versus Schüler gibt. Also Steve, ich bin ganz ehrlich, also ich als dein Flirtlehrer sage dir, also das habe ich nicht erwartet, dass alle Mädels auf einmal auf dich stehen. Also kannst du mir vielleicht auch nochmal was beibringen? Klar kann ich dir was beibringen, aber da musst du mir beibringen, wie ich bei Minecraft Mods installieren kann. Oh, hier vorne die beiden in der ersten Reihe, Julian und Steve. Die 5 Minuten sind jetzt gerade vom Unterricht rum und ihr müsst schon wieder quatschen. Oh. Ja, Entschuldigung, aber sie wollte nur wissen, wie man Minecraft-Mods installieren kann und ich wollte ihm das erklären, auch wenn das mit Mathe jetzt nichts zu tun hat. Ach, Kinder, das könnt ihr bitte nach dem Unterricht machen. Jetzt ist Ruhe und konzentriert euch endlich. Also, Julian, gestern, ne, ich habe nichts anderes gemacht als das, was du gesagt hast und naja, ich glaube, die stehen auf meine Frisur. Was? Niemals? Nein, guck dir mal meine Frisur an. Ich bin jeden Tag eine halbe Stunde vorm Spiegel und gucke, dass jede Strähne wirklich sitzt. Also, jetzt ist wirklich Feierabend. Ihr beiden hier vorne, ihr setzt euch jetzt um. Ihr dürft nicht mehr zusammen sitzen. Oh, aber Frau Schillig, wieso denn? Ich habe Ihnen doch nur gerade erklärt, wie ich meine Haare jeden Morgen mache. Oh, Julian, das tut doch jetzt überhaupt nichts zur Sache. Wir haben jetzt Mathe. Wieso denn nicht? Wisst ihr was? Es werden jetzt alle Kinder umgesetzt. Ja, das wird alles bunt durchgewürfelt. Oh nein! Ich will mich nicht umsetzen. Oh Mann, Julian und Steve, das ist nur eure Schuld. Mann, jetzt müssen wir uns alle umsetzen. Toll, wegen euch. Oh Mann, ich finde das total blöd. Ich will neben mir sitzen bleiben. Ich finde, wir sollten Julian und Steve dafür aus der Klasse rauswerfen. Ja, das finde ich auch. Also, naja, obwohl Steve, der ist ziemlich süß. Der sollte zwischendrin dann mal wiederkommen. Hä, was soll das denn heißen? Wie, Steve darf zwischendurch rein und ich nicht? Klar, Julian, siehst du? Das liegt halt an der Frisur. Du solltest genau die tragen wie ich. Siehst du einfach mit nassem Wasser die Haare runter. Mehr nicht. Und die bleiben den ganzen Tag so. Manchmal auch ein bisschen fettig. Oh, klasse. Jetzt hole ich mir schon Tipps von Steve. Nein, danke. Jetzt muss ich mich wirklich umsetzen. Ja, Julian, alle müssen sich jetzt umsetzen. Und zwar habe ich hier vorne schon Zettel vorbereitet. Jeder von euch zieht jetzt einen Zettel und dann wisst ihr, wo ihr euch hinsetzen müsst. Und wie soll das jetzt laufen? Also, auf den Zetteln, da steht eine Zahl. Und die Tische, die sind durchnummeriert, von vorne nach hinten. Julian, du kannst ja loslegen, dann weißt du, wo du sitzt. Aber es gibt hier keinen Zettel, der dann heißt, du bist rausgeschmissen aus der Klasse, oder? Nein. Gut. Oh yes, ich habe die 2. Was habe ich gewonnen? Was habe ich gewonnen? Ah nee, ich muss mich nur umsetzen. Wo denn? Mal überlegen, die Nummer 2, das heißt erste Reihe auf jeden Fall. Ach, Julian, es ist dein alter Platz, du bleibst da sitzen, wo du vorher schon warst. Oh yes, das ist ja klasse, da muss ich meine Tasche nicht extra und meine ganzen Sachen und die Kaugummis unterm Tisch muss ich da nicht mitnehmen, weil zwischendurch kaue ich die ja auch nochmal. So, jetzt muss eigentlich nur Steve wieder, welche Zahl, das muss die 1 sein, oder? Wenn er die 1 zieht, dann sitzt er neben mir. Oh super, ich habe eine 1. Heißt das jetzt, dass ich neben Julian sitze? Julian, ich bin deine neue Tischnachbarin. Hey, wir sitzen zusammen.
Richtig, Mia, du sitzt neben Julian. Ich glaube, das ist eine ganz gute Konstellation. Dann redet er nicht so viel. Wobei, Julian, der redet wirklich mit jedem. Du, Julian, ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich heute meine Haare anders trage? Und ja, eine andere gesehen. Hose habe ich an. Ja, sieht hübsch aus. Danke. Hey, Julian, kann ich mal kurz mit dir reden, bitte? Nur ganz kurz. Ja, natürlich. Steve, was ist denn passiert? Hat jemand irgendwas gesagt oder getan? Ja, aber natürlich, wir sitzen nicht mehr nebeneinander. Lass dich umarmen, mein Kleiner. Steve, nein, auf gar keinen Fall. Ein Handschlag tut's auch. Und Steve, also wir werden schon irgendwann wieder in der Zukunft zusammensitzen. Momentan müssen wir halt getrennte Wege gehen, aber vielleicht ist das ganz gut für uns. Es liegt nicht an dir und auch nicht an mir. Es ist einfach die Situation. Ich bin aber noch nicht bereit dafür. Oh Mann, also Steve hat's ja ziemlich getroffen. Hey, Steve, wir können ja in der Pause immer noch chillen. Oh ja, super. Also gut, der erste Tisch ist jetzt schon mal fertig. Dann die nächsten. Los, Kinder, zieht eine Zahl. So, und jetzt haben wir eine neue Sitzordnung. Mal sehen. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier haben vorne Julian und mir, dann Steve und Ines und die hinteren Reihen, ja, na gut, Sarah sitzt ganz hinten. Mal sehen. Och Mann, ich finde das gar nicht toll, dass ich hier ganz hinten sitzen muss und dann auch noch ohne Julian und ohne Mia. Also ich muss sagen, ich war sehr, sehr traurig, dass ich nicht mehr neben Julian sitze, aber jetzt neben Ines, das geht, weil ich mag sie. Oh, wie Steve duftet. Oh, das wusste ich überhaupt nicht und jetzt kann ich jeden Tag neben ihm sitzen. Klasse. Und ich sitze immer noch neben demselben. Naja, wenigstens eine Reihe nach vorne. Oh. So, Kinder, jetzt wo wir alle richtig sitzen, können wir endlich mit dem Matheunterricht starten. Los geht's. Och, Kinder, Anna, was macht ihr denn jetzt schon wieder hier? Ihr wisst doch, was jetzt gleich anliegt. Oh, das gibt's doch nicht. Immer wieder ihr. Max, och, was Anna, ist bitte. Denn jetzt schon wieder los? Ich wollte gerade mit dem Unterricht starten. Wie, was ist los? Heute gibt's wieder Lehrer versus Schüler, das weißt du doch. Schon wieder? Also kann es sein, dass uns da nie Bescheid gegeben wird? Also ich weiß nie davon und ich meine, ich bin Klassensprecher und ich muss da ja dran teilnehmen und mich vielleicht auch mal vorbereiten. Also irgendwie ist dieses Lehrer versus Schüler ständig. Wann machen wir denn normalen Unterricht? Ja, ich meine, es ist doch auch witzig und macht Spaß. Ach Mann, ich gehe jetzt raus. Naja, super. Ich meine, okay, Mathe macht auch Spaß, aber Lehrer versus Schüler, Kinder, alle raus. Oh Mann, klasse, ich bin gespannt, was wir denn heute machen. Oh, ich muss wieder gewinnen. Dritte Sieg in Folge. Oh, also heute auf dem Spielplatz, ist das so eine Spielplatz-Challenge? Ja, habe ich schon mal gesehen bei diesem schlechtesten Kanal der Welt. Spielen wir Kinderspielzeug. Nein, Julian, das wird keine Spielplatz-Challenge. Das wird eine Kletter- und Quiz-Duell-Challenge. Aber das erkläre ich gleich. Genau. Mach mal ab. Hallo Kinder, ich bin's, die Bürgermeisterin von Playmobil City und ich habe gehört, dass ihr hier so ein tolles Duell habt. Da will ich heute mal selber zuschauen. Ich bin schon total gespannt. Wow, buh, keine Lehrer und keine Bürgermeister. Buh, Steve, was hey, denn? Die Bürgermeisterin macht doch gar nicht mit. Du brauchst sie doch nicht ausbuhen. Achso, okay, ja. Buh, keine Lehrer an dieser Schule. Steve, kannst du mal bitte ein bisschen ruhig sein? Ich meine, okay, ja, die Schüler anfeuern finde ich schön und gut, aber ihr könnt doch auch uns Lehrer mal anfeuern. Ach, also ich bin für beide. Hauptsache, ihr wählt mich später. Lehrer, Schüler! Wie jetzt? Macht ihr jetzt Werbung hier? Das geht doch gar nicht. Also, ich wähle mal Papa. Papa? Wer ist das denn? Ist das ein Kandidat oder ist das etwa diese Maren Schnösel? Naja, dann wollen wir mal starten. Also, herzlich willkommen zu Lehrer versus Schüler. Heute gibt es ein Kletter-Quiz-Duell. Ihr müsst erst eine Frage beantworten und dann innerhalb von 10 Sekunden hoch auf die Kletterwand klettern. Also, das ist die Kletterwand. Ich glaube, die kennt ihr ja alle. Da waren wir alle schon drauf. Und da muss man innerhalb von 10 Sekunden hochklettern. Das wird doch wohl zu schaffen sein, oder? Naja, also, Herr Chillig, ich will nicht sagen, aber ich bin ziemlicher Kletterkünstler, ne? Also, und die Quiz-Duell-Fragen, die sind eigentlich ziemlich einfach. Die werde ich wieder schaffen und sowas von rocken. Oh Mann, ich traue meinen Augen nicht. Ist das der Mr. Handsome? Mr. Handsome, ich bin's, Pia, hallo! Ja, natürlich kenne ich dich noch. Ja, great to see you. Oh nein, das ist diese Pia. Ich dachte, die war auf einer anderen Schule. Oh, Pia, jetzt lenk doch nicht ab. Außerdem ist Mr. Handsome noch nicht dran. Stell mal die erste Frage, es geht los. Also gut, welcher Planet ist von einem Ring umgeben? Saturn, Merkur, Jupiter oder Uranus? Ha, das weiß ich. Hier ist der Saturn. Ist doch einfach. Also wie vom... Na, ist ja egal, ist ein Planet. Ich weiß es. Und jetzt nach oben? Ja, Uranus, super. Nach oben, nach oben. Yeah, Julian, komm. Hält das mein alter Mitnachbar, wisst ihr? Tja, natürlich. Ich hab's doch gesagt. Ich bin jetzt schon gleich oben. Und wie viele Sekunden habe ich denn noch Zeit? Also ich glaube, die 10 Sekunden sind schon vorbei, oder? Also ich würde auch gerne antworten. Saturn, sage ich. Also das tut mir leid, Herr Chillig, aber Julian ist schon oben und das waren genau nur 7 Sekunden. Tada, ich hab's geschafft. Das kann doch nicht sein, immer gegen Julian. Und woher weiß er, dass das Saturn war, der mit einem Ring umgeben ist? Das kann doch nicht sein, der Junge ist gerade mal in der ersten Klasse. Woher weiß er das alles? So, damit haben die Schüler einen Vorsprung von 10 Punkten. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Move it! Tja, Herr Chillig, na, wie fühlt sich das an, wenn man verloren hat? Schon zum dritten Mal.
Das fühlt sich nicht gut an. Und außerdem, wir haben noch nicht verloren. Wir haben noch eine Möglichkeit. Oh, an dieser Schule scheinen die Schüler wohl klüger zu sein als die Lehrer. Na, wie geht das wohl heute aus? Leute, hier kommt Julian. Ja, wir können feiern. Gleich. Wenn wir diese Lehrer hier besiegt haben, die können ja gar nichts. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wer ist der Präsident der USA? Ist es Ronald McDonald? Ist es Donald Duck? Donald Trump? Oder Ronald Weasley? Wer war das nochmal? Das ist entweder dieser Ronald Weasley oder Donald Trump. Aber die sehen sich so ähnlich, glaube ich. Ich sage Donald Trump. Das ist richtig. Jetzt haben die 10 Sekunden Zeit, nach oben zu klettern. Tja, ich bin schon oben. Wow, das war ja super schnell. Das waren nur 3 Sekunden. Viel schneller als Julia. Ja. Ist doch egal. Ich habe es doch trotzdem in diesen 10 Sekunden geschafft. Ich muss schneller werden als dieser Lehrer, als Herr Fit. Damit steht es jetzt 10-10. Unentschieden. Super. Oh, Leute, es tut mir echt leid. Ich wusste die Antwort nicht so schnell. Kein Problem. Du bist ja nochmal dran. Kannst es ja nochmal versuchen. Und wir sind ja ein Team. Wir schaffen das schon. Ich meine, du hast ja gesehen, wie klug ich bin und wie schnell ich klettern kann. Oh Mann, wie schlecht kann man nur sein. Wusstest du das nicht? Mann, raus aus unserem Team. Oh, Mario, als ob du alles hier... Soll ich dich dran erinnern, wie es bei dir im Quizduell nochmal abgelaufen ist? Also, sei ruhig. Ihr könnt ja ruhig sein. Ich werde hier alles gewinnen für die Schüler. Oh, diese kleinen Erst-, Zweit- und Drittklässler, die wissen ja gar nichts. Ach, Mario, gegen dich also? Ja, und ich gegen sie? Da habe ich ja sofort gewonnen. Dann viel Erfolg. Also, kommen wir zur nächsten Frage. Wie heißen die Neffen von Donald Duck? Tick, Trock und Track? Tick, Trick und Trock? Tock, Track und Trick? Oder Tick, Trick und Track? Wie einfach ist das denn? Natürlich Tick, Trock und Track, ab nach oben. Kann mir jemand auf die Zeit gucken? Das wird ein neuer Rekord. Moment mal gerade, das war nicht die richtige Antwort. Das ist dir doch schon klar, oder? Au, mein Rücken. Was? Wie? Natürlich war es richtig. Also ich meine, es war Tick, Trick und Track. Oh, das war richtig, Frau Chillig. Und das war wirklich eine spitzenmäßige Antwort. Wie, Mr. Handsome, hier, Mr. Handsome. Heißt das jetzt etwa, dass ich nach oben klettern muss? Also ich habe einen Rock an, ich weiß Anna, gar nicht, na los, jetzt nach oben! Ja, das kann doch gar nicht sein. Ich habe die richtige Antwort genannt. Ich meine, okay, ich habe Donald Duck früher nicht geguckt, aber trotzdem. Also Entschuldigung, selbst ich weiß das. Das sind Tick, Trick und Track. Das weiß doch wohl jeder. Oh, ich hab's geschafft, ich bin oben, ja! Und jetzt sind es schon 20 Punkte für die Lehrer. Damit sind sie jetzt in Führung. Oh, das kann doch nicht sein. Mia, ich verstehe echt nicht, wie das dein Bruder sein kann. Der macht immer irgendwie alles falsch. Aber denkt, er macht alles super. Ich habe letztens meine Mama auch schon gefragt, ob das wirklich mein Bruder ist. Und ja, es ist mein Bruder. Kaum zu glauben. Mann, ihr seid ja alle voll unfair. Vielleicht war das doch der richtige Name. Vielleicht habe ich ins Drehbuch damals geschaut und die wollten diesen Namen nehmen. Vielleicht wisst ihr das alle gar nicht. Darf ich bitte die Frage stellen, Hannah? Bitte. Also gut, was kann man in der Wüste sehen? Vater Morgana, Mutter Frieda, Bruder Loka oder Vater Emil? Was kann man in der Wüste sehen? Man kann Sand sehen, aber das ist irgendwie, keine Ahnung, ich habe früher mal Emil und die Detektive geschaut. Papa Emil, sage ich. Was? Hat er das gerade wirklich gesagt? Herr Chillig, ist das wirklich ein Lehrer? Das ist richtig, Mr. Handsome. Was? Los, die Kletterwand. Pia, was soll das denn? Nur weil du Mr. Handsome toll findest, kannst du doch nicht falsche Antworten durchgehen lassen. Nein, das ist falsch. Oh, es ist natürlich Vater Morgana. Mr. Handsome, ich wollte wirklich, dass Sie jetzt an die Kletterwand dürfen, aber Hannah hat das verboten. Also meine Schuld ist das nicht. Wenn Hannah, die ist echt mies. Oh, okay, also ein bisschen peinlich ist mir das schon, natürlich die Fata Morgana, aber ich wusste nicht, dass man das damit meint. Naja, gut, okay, ich glaube, ich verstecke mich wieder. Und damit steht es jetzt 20-20. Dann kann es weitergehen mit den nächsten Runden. Leute, ich sag euch eins, wir müssen uns wirklich irrsinnig anstrengen. Die Lehrer sind heute gut drauf. Also, ihr Lieben, es ist heute richtig spannend. Es steht 50-50. Und wir kommen jetzt zur letzten Frage. Und wer die beantwortet, der muss klettern und gewinnt. Ah, sieh mal einer an, Herr Chillig also wieder. Wer das wohl gewinnen wird? Na, wie ist es so als Loser? Willkommen in der Loser-Lounge, würde ich mal sagen. Also, hier kommt die Frage. Wie viele Beine haben 1000 Füßler? 8? Bis 500? Bis 1000? Oder unendlich? Ha, was für eine einfache Frage ist das denn? Natürlich bis 1000 ist doch ein 1000 Füßler. Also bitte, kann ich jetzt nach oben und gewinnen? Ach, das habe ich auch erst gedacht, aber das ist nicht richtig. Kann ich vielleicht, also ich glaube, es sind bis 500. Also manche Tiere haben so 700, aber normalerweise bis 500, oder? Was? Nein, natürlich, 1000 Füßler, dann haben die ja unendlich wahrscheinlich, oder? Nein, Julian, Herr Chillig hat recht. Also, jetzt ab nach oben, Sie haben 10 Sekunden Zeit. Ich glaube, ich habe es geschafft. Leute, ich habe es geschafft, die Lehrer haben heute gewonnen. Ja! 60 Punkte, die Lehrer haben gewonnen. Oh nein! Sie waren richtig toll.
Fall, auch wenn Sie keine Frage richtig beantwortet haben, aber das war klasse. Oh, wie konnte ich diese Frage nur falsch beantworten? Wir haben verloren, wie jetzt? Ich wollte noch meinen Titel verteidigen. Na Julia, wie schmeckt das? Na, wie schmeckt das? Ha, willkommen in der Loser-Lounge, würde ich sagen. Max, du bist Lehrer. Reiß dich zusammen. Du kannst doch jetzt nicht die Kinder hier so fertig gut, machen. Ja, okay, ich weiß, aber ich freue mich halt. Naja, gut, okay, Julian, also vielleicht komme ich dann mit in die Loser-Lounge, wenn du unbedingt möchtest. Ich kann dich auch trösten und unterstützen. So besser, Anna. Na, ich gehe ganz bestimmt nicht in die Loser-Lounge. Ja, wie konnten wir nur verlieren? Alles so wie in diesem Mario. Ach, Julian, es ist doch auch nicht schlimm, wenn wir mal verlieren. Doch! Ihr habt doch schon zweimal gewonnen. Ja, und es gibt bestimmt bald mal wieder einen Lehrer versus Schüler. Ach, das war ein ganz toller Wettbewerb. Und ich bin dann mal wieder weg. Und nicht vergessen, mich wählen. Sagt das auch euren Eltern. Was? Wir haben verloren? Wie konnten die Schüler verlieren? Also beim nächsten Mal will ich gern. Oh nein, das kann ich nicht so auf mir sitzen lassen. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall gewinnen und das zu null. Julian, du glaubst doch wohl nicht, dass ich dir jetzt einfach mein Handy gebe. Wer weiß, was du wieder vorhast. Ach, Hanna, ganz kurz nur. Diesmal mache ich wirklich keinen Unsinn. Ich wollte Steve nur kurz anschreiben. Julian, Finger weg! Bitte. Du kommst gar nicht mehr an mein Handy nach den ganzen WhatsApp-Geschichten, ja, die du schon angestellt hast. Ja, das war kein Spaß! Das war kein Spaß! Oh, ist ja gut. Ich pack dein Handy schon nicht an. Oh, ist ja so teuer. Außerdem das gar nicht neu. Ich will das gar nicht haben. Julian, das ist mir sowas von egal, ob das neu oder alt ist. Du kommst da einfach nicht dran. Finger weg! Oh, Emma, klasse, du bist da. Du, könntest du vielleicht Hanna nach ihrem Handy fragen? Ich brauch das ganz kurz. Ich wollte Steve schreiben. Ich wollte ein paar Bilder schicken, weil der hat schon ein Handy. Ha? Aha. Tut mir leid, ich habe keine Zeit für sowas. Du musst dich an meine Sekretärin wenden. Mama, ich gucke jetzt Peppa Woods. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was macht ihr denn da? Ich wollte doch Peppa Woods gucken und nicht irgendeinen Nachrichtensender. Och, Mann. Emma, das sind keine Nachrichten. Papa und ich gucken uns gerade eine Quiz-Sendung an. Wie? Nein, 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 B ist doch. Wie? A ist jetzt doch die richtige Antwort. Oh, das ist schon das 10. Mal, dass ich falsch antworte heute. Oh, Emma ist hier. Emma, jetzt komm doch mal. Ich wollte doch mal mit dir reden. Es geht um die Handy-Geschichte. Und zwar würdest du von mir ein bisschen... Oh, was guckt ihr denn da? Oh, die Antwort ist A, Zucker. Nein, Julian, die Antwort ist B, Brot. Und natürlich ist die richtige Antwort A, Zucker. Na, hast du es gehört? A, Zucker, Papa. Du hast mal wieder falsch gelegen. super witzig. Nur weil ich nicht die Antworten weiß, wisst ihr, was ich jetzt sage? Oh, ist mir egal. Oh, was ist mit dem denn los? Mama, was hast du mit Papa gemacht? Warum weint er jetzt auf einmal? Wie, was ich mit ihm gemacht habe? Gar nichts. Er ist irgendwie die ganze Zeit schon so. Wenn er eine Frage falsch beantwortet, fühlt er sich total doof. Ist er aber eigentlich gar nicht. Ach, er nimmt sich das einfach viel zu sehr zu Herzen. Martin, komm schon, so schlimm ist das doch nicht. Das waren doch nur Quizfragen. Du musst doch jetzt nicht Trübsal blasen. Nicht jeder kann alles wissen. Ist mir egal, ich bleib jetzt liegen den ganzen Tag. Ich bin sowas von doof. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt meinen Abschluss geschafft habe. Oh, Martin der Doofe. Ich find das einfach nur Mama, blöd. Was ist denn da los? Hör ich das richtig? Ist Papa am Weinen? Hey, was denn? Julia, was willst du in meinem Zimmer? Gar nichts. Also das Handy, das habe ich hier schon längst total gut versteckt. Also da kommst du sowieso nicht dran. Finger weg. Ist ja gut. Dann versuche ich, vielleicht spielt ja Steve gerade Minecraft und ich kann ihn irgendwo erwischen und ihm eine Nachricht schreiben, wenn das überhaupt geht. Ach, na so, ich Papa auch schon selten erlebt. Der fühlt sich echt total blöd, nur weil er Quizfragen falsch beantwortet hat. Quizfragen? So schlimm ist das doch nicht. Ich habe doch letzte nach Schule das Quizduell organisiert. Das war total cool. Quizduell? Da kommt mir ja eine Idee, Hanna. Wie wäre denn das, wenn du das zu Hause auch machen könntest? Vielleicht mit Fragen, die Papa beantworten kann. Das wäre doch toll. Oh, super Idee. Gesagt, getan. Ich werde mich sofort darum kümmern und ein paar Leute anrufen. Aber diesmal möchte ich auch mitmachen. Ich möchte auch mitraten. Hey, Pia. Hast du heute Zeit? Wir wollen wieder ein Quizduell machen. Diesmal bei uns zu Hause. Und wir brauchen noch einen Quizmaster. Klasse, ich sag Luisa auch Bescheid. Bis später. Oh, Hanna, bitte. Das bei Minecraft klappt nicht. Weil Steve spielt gerade nicht Minecraft. Bitte. Ach, Julian, jetzt lass mich in Ruhe. Ich rufe gerade bei Dave an. Wir wollen heute ein Quizduell hier bei uns zu Hause machen. Warte mal. Wie bei uns an der Schule oder was? Und da fragst du mich? Warum fragst du mich denn nicht? Ich bin hier der Meister. Wir haben doch beim letzten Mal gewonnen. Also beim letzten Mal vielleicht nicht, aber davor. Weißt du was? Wir können doch heute Eltern versus Kinder machen. Julian, super Idee. Du Dave, sagst du deinen Eltern Bescheid, dass die auch mitkommen? Und weißt du was? Wir rufen noch die Schnösels an. Die sollen auch kommen. Aber oh nein, da muss ich ja mit Tessa und Nils zusammenspielen. Naja, egal. Heute gibt's ein Quizduell. Eltern versus Kinder. Und natürlich werden die Kinder gewinnen, weil wir sind viel schlauer. Herzlich willkommen hier bei dem ersten Quizduell bei Familie Vogel. Es geht auch direkt los. Eltern versus Kinder. Und heute gibt's eine ganz spezielle Bestrafung für diejenigen, die nicht richtig antworten. Ihr müsst mit Klamotten in den Pool springen. Vielleicht mal ein bisschen leiser sein. Ich versuche hier Peppa Woods zu gucken. Also gut, kommen wir zur ersten Runde. Eltern versus Kinder. Und ich sehe schon, die beiden ersten Kandidaten sind hier vorne. Mamas Schnösel gegen Tessas Schnösel. Oh Mann, jetzt können die sich mal gegenseitig nerven. Schnösel gegen Schnösel. Hey, Papa, Papa. Hey, Papa, ich sag's ungern, aber du wirst verlieren. Claudia, darf er das sagen?
Ja, Martin, es ist doch ein Duell. Julian, wir werden gewinnen und danach bekommst du Hausarrest, damit das klar ist. Ach, Tessa, ich sag's nur ungern, aber wer hat dich erzogen? Ich, deine Mutter. Ich weiß alles besser als du. Ach, Mutter, wenn das so ist, ich meine, wer hat denn die ganzen Nachhilfelehrer organisiert, damit ich jetzt hier beim Quizduell gegen dich verliere? Natürlich nicht, ich bin eine vorbildliche Schülerin. Kommen wir zur ersten Frage. Was ist die Hauptstadt von Portugal? Ist es A, Lissabon, B, Madrid, C, Play Mallorca oder D, Play Kreta? Das ist ja sowas von einfach. Das ist Play Mallorca. Hä, Play Mallorca? Das ist doch in Spanien, da waren wir doch schon. Mama Schnürsel, nein, das ist falsch. Was? Das ist doch nicht falsch. Also, Play Mallorca ist die Hauptstadt von Portugal. Ich kenne den Bürgermeister persönlich. Ach, Mutter, ich hab dir doch gesagt, dass ich gewinne. Die Hauptstadt ist selbstverständlich Lissabon. Und das ist richtig. 10 Punkte für die Kinder. Gut, Tessa. Und, wer möchte mich jetzt feiern? Ihr könnt mir auch gerne ein bisschen Geld geben. Ich habe nichts dagegen. Was, Geld? Nein, setz dich jetzt erstmal in. So, Tante Maren, du musst jetzt ab in den Pool. Das ist deine Strafe. Oh Gott, muss ich jetzt wirklich in diesen Pool hier ja, rein? Ich habe doch gar keine Badeklamotten dabei. Einen Moment, ich würde erst gerne meinen Badeanzug von Gucci nein, zu Hause nein, holen. Nein, mit den Klamotten. Ab rein mit dir, Tante Maren. Viel Spaß. Oh nein. Da ist sie nass. Na, wie ist es? Wo sind denn die Badeklamotten von Gucci? Also ich glaube, ich werde nicht falsch antworten. Ich möchte auf gar keinen Fall in diesen Pool rein. Es ist viel zu kalt. Oh, das war's. Wie, jetzt ich schon? Ich möchte nicht weiterspielen. Ich muss meine Klamotten wechseln. Du musst doch noch eine zweite Runde spielen. Ich muss hier raus. Okay, also so wie es aussieht, hat ein Elternteil schon aufgegeben. Dann ab zur nächsten Runde. Okay, und unsere Kandidatin sind Daves Mama und Dave. Und die Frage ist, welchen Beruf hat Gru von dem Film Ich einfach unverbesserlich? A. Feuerwehrmann. B. Präsident von Playmobilland. C. Bösewicht. Oder D. Zauberer. Den Film habe ich damals nie gesehen. Also ich habe alle drei Teile, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Ich sag Zauberer. Aber Dave, willst du mich jetzt zu tough erwähnen? Wie, du kennst den Film nicht? Jedes Kind weiß doch, was Gru macht, oder nicht? Julian, ich sag's sehr ungern, aber ich bin kein Minions-Fan. Was habe ich da gehört? Dave, keine Minions? Du das denn nicht und wissen? Das kannst du nicht wissen. So, du kommst jetzt von mir persönlich in den Pool. Julian, wieso denn? Wir sind doch ein Team. Nee, mit dir möchte ich nicht im Team sein. Schon wieder, Dave. Das kann doch nicht sein. Wie kann man diese Antwort nicht wissen? Ach, Dave. Also, du bist bei dem Film eingeschlafen. Den haben wir doch eigentlich zusammen geguckt. Die Antwort ist Bösewicht. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, die wären alle da lieb und so. Das weiß ich doch nicht. Hanna, ich verstehe wirklich sehr, sehr viel. Aber dass du mit Dave befreundet bist, das verstehe ich nicht. Guck mal, was da für eine Antwort gibt. Zauberer, ja, sonst geht's noch. Julian, ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen überrascht. Das hätte ich von Dave nicht erwartet. Das weiß doch wohl jeder. Na gut, Hannalein, jetzt musst du gegen Mama antreten, aber ich denke, die Mama wird es heute gewinnen. Oh, Mama, ich mag dich zwar sehr, aber du hast keine Chance gegen mich. Okay, kommen wir zur Frage. Wie heißen die Nasenlöcher bei Pferden? A. Nüsse. B. Nüstern. C. Nester. Oder D. Flüstern. Ha, was für eine Frage. Guck mal auf mein T-Shirt. Also, Nüstern ist die Antwort B. Und das ist richtig, Hanna. Damit habt ihr jetzt 20 Punkte, die Kinder. Und die Eltern liegen zurück. Tja, tut mir leid, Mama, aber ich glaube, ich gebe dir ein bisschen Anschwung. Muss ich jetzt wirklich mit den Klamotten hier rein? Viel Spaß! Nein! Oh, ich fühle mich so schwer. Ist das immer so schwer mit den Klamotten? Oh, es ist eisig. Oh, ist das kalt. Oh, ich muss hier sofort wieder raus. Haha, ich habe dir doch gesagt, du hast keine Chance gegen mich, Mama. Martin, kannst du beim nächsten Mal bitte warmes Wasser in den Pool tun und nicht kaltes Wasser? Du könntest die Frage auch richtig beantworten, dann müsstest du da gar nicht erst rein. Schlaumeier. Okay, dann zu unseren nächsten Kandidaten, Daves Papa gegen Nils Schnösel. Die Frage ist, wer ist der Erfinder von Facebook? A. Mark Zuckerberg. B. Sophia Curital. C. Florian Mehlstadt. Oder D. Anna Pfefferdorf. Was? Das ist wirklich eine Frage? Das ist doch eine Frage für Kindergartenkinder, das weiß doch jeder! Natürlich weiß das jeder, Julian. Die Antwort lautet C. Florian Mehlstadt natürlich. Oh Mann, will er mich jetzt total veräppeln? Nils, sag mal, also so blöd kann man gar nicht sein. Nils, also eigentlich mag ich dich ja echt gerne und du bist auch wirklich klug, aber jetzt bin ich echt verblüfft. Wie konntest du das nicht wissen? Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich diese Antwort schneller irgendwie weiß oder überhaupt weiß. Es ist natürlich A. Mark Zuckerberg oder A. Mark Zuckerberg. Also, A ist natürlich richtig. Nils, wie konntest du das nicht wissen? Oh Mann, was habe ich nur für Leute in meinem Team? Beim nächsten Mal suche ich mir die alleine aus. Oh,
Oh nein, also Julian, normalerweise habe ich jetzt auch nicht meine Badehose an, aber nun gut, so sind die Regeln. Kann ich dich nicht bezahlen? Nein, kannst du nicht. Ich muss ja wahrscheinlich alles wieder in meine eigene Hand nehmen. Ich werde jetzt alle Fragen beantworten. So Leute, wir haben 60 Punkte, die haben 60 Punkte. Ich habe bisher alle Fragen richtig beantwortet und auch du, Hannah. Und danke, Dave, für gar nichts. So, und in der nächsten Runde dürfen wir sogar zusammenarbeiten. Ja, sorry, ich wusste halt nicht, dass der Film von Elsa Frozen heißt. Ich dachte, da heißt die ganze Zeit irgendwie Eis oder sowas. Aber gut, weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Dave, weißt du was? Rede erst gar nicht mit mir. Gar nicht reden. Leute, muss ich denn wirklich hier das Finale jetzt machen gegen Julian? Ich weiß, ich habe bisher alles richtig beantwortet, aber Lusch, beim Finale Martin, bin ich so nervös. Martin, das schaffst du. Du bist doch wohl klüger als dein Sohn. Also ich meine, wenn die Frage die richtige ist, das kriegst du hin. Okay, okay, ich konzentriere mich. Diesmal kriege ich es hin. Diesmal kriege ich es hin. Hey Julian, schau mir in die Augen. Schau mir in die Augen. Ja, was ist denn? Oh, Papa, was hast du denn heute gegessen? Du hast total Mundgeruch. Und wenn du jetzt sagen möchtest, du gewinnst, nein, 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 nein. Hier ist Julian Vogel und der wird ganz bestimmt das Quizduell heute gewinnen. Wart's nur ab. Das will ich sehen. Wenn hier einer ein richtiger Vogel ist, dann bin ich es. Aber das war jetzt die falsche Wortwahl. Du weißt schon, was ich meine. Können wir jetzt mit der Frage starten? Und nun das große Finale. Hier kommt die letzte Frage. Wie viele Abos hat Spiel mit mir Kinderspielzeug? A. 30.000. B. 10. C. 653.167 oder D. 100.000? Oh, was ist das denn für eine Frage? So, in der letzten Runde dürft ihr bitte helfen. Was ist das denn? Was ist das denn überhaupt? Ist das ein TV-Sender? Das hört sich eher an. Ich weiß es nicht. Ich möchte mit Kinderspielzeug spielen. Das ist doch voll der kleine Kanal bestimmt. Oh, Martin, ich habe keine Ahnung, aber das ist, glaube ich, so ein YouTube-Kanal, den die Kinder immer gucken. Ja, oh, los, sag. Ich weiß es nicht. Vielleicht... So. 10? Ja, ich glaube auch. Ja, ich bin mir da auch ganz sicher. Also die sollen wohl ganz schreckliche Videos machen und ich glaube, ja, 10 Abonnenten, das habe ich in der Zeitung gelesen. Leute, wisst ihr, was das Witzige ist? Die denken jetzt wirklich, die wissen die Antwort, aber sie wissen sie natürlich nicht, aber ich. Also Julian, ich bin mir nicht ganz sicher, also vielleicht haben sie noch die 100.000? Ist das nicht dieser komische Kanal mit diesen drei Erwachsenen, die mega peinlich sind? Also ich glaube, der hat nur 10 Abonnenten oder so. Sowas von schrecklich. Ha, ich hab's da hinten auch gehört. Hier, wir Eltern, wir sagen 10 Abonnenten. Was? Nein. Ich nehme C. Oh, was war das jetzt nochmal? 653.000 und 167. Ich kenne die Zahl gar nicht, aber bei denen sehe ich die immer. Und die richtige Antwort ist... Jetzt könnt ihr gespannt sein. Trommelwirbel und... C, 633. Yeah! Wir haben gewonnen! Oh, ja, juhu, super! Das gibt's ja nicht! Das Preisgeld? Na gut, da die Eltern jetzt verloren haben, müssen alle Eltern nochmal gemeinsam in den Pool. Los! Oh, Leute, es tut mir wirklich leid, aber wie sollen wir denn wissen, dass so ein Kanal so viele Abonnenten hat? Ich weiß auch nicht. Wer guckt sich denn sowas bitte an? Oh Gott! Hey, ihr da vorne! Nicht reden, sondern machen! Ab in den Pool mit euch! Oh, nein, ist das so kalt! Ich hätte wirklich warmes Wasser hier reinpacken sollen. Damit haben die Kinder gewonnen. Juhu. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Revanche bekommen. Irgendwann mal, bei irgendwas anderem. Aber ihr könnt euch auch was überlegen, ihr Eltern. Ihr seid ja so klug. Guten Morgen, Kinder. Und wir starten wie jeden Tag. Ihr müsst etwas Schönes über Frau Diva sagen, eure Lieblingslehrerin. Und wir machen das heute ganz besonders. Ihr schreibt das bitte an die Tafel. Wie wär's, Julian? Du hast schon lange nichts Schönes über mich gesagt. Ach so, ich muss jetzt an die Tafel. Oh, meine Hand tut ganz weh. Nein, Frau Diva, tut mir leid, ich kann nicht mit Kreide schreiben heute, geht nicht. Vielleicht wollen die anderen ja. Naja, gut. Also, dann Kinder, lasst mal hören. Ines? Frau Diva, also mein Hamster ist gestorben und deswegen, will ich jetzt nicht an die Tafel. Na gut, also Steve, wie sieht's bei dir aus? Also Frau Diva, ganz ehrlich, mir fällt einfach nichts ein. Also, Sie haben schöne Füße oder so, keine Ahnung. Na toll, also nächste Reihe. Also Sie haben ausgesprochen schöne Hände. Also die Füße weiß ich nicht, aber die Hände sind ganz okay. Nein, auch das sollst du nicht an die Tafel schreiben. Der nächste bitte. Also bei Ihnen habe ich lesen und schreiben gelernt und dafür bedanke ich mich bei Ihnen. Also auch sowas wollte ich nicht hören. Danke, aber nein, du sollst jetzt vielleicht sogar mein Aussehen sagen. Okay. Also Frau Diva, ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Oh, das interessiert mich nicht. Ich möchte was Vernünftiges hören über mein Make-up, über meine Haare. Sarah, letzte Chance. Also ich habe letztens gesehen, dass Sie ein rotes Auto haben. Das finde ich richtig schön. Kinder, so war das nicht gedacht. Also vielleicht Lippenstift, Make-up, Wimperntusche, irgendwas Vernünftiges. Frau Diva, also ich bin ja der Klassensprecher. Und ich wäre dafür, dass wir das nicht mehr machen. Also bitte nicht mehr. Ich will lesen und schreiben. Also ich kann schon, aber ich will mehr lernen. Ja, und lesen und schreiben, das lernst du nur, wenn du vorne an die Tafel kommst und was Schönes anschreibst. Also los, Julian. Oh, super, natürlich. Mich muss es wieder treffen. Hätte dir nicht irgendwas sagen können? Steve, du mit den Füßen, also bitte. Also gut, Kinder, ihr werdet jetzt sehen, wie man das macht. Euer Klassensprecher Julian macht's vor.
Ja, natürlich, ich mach das jetzt vor. Ich muss nur meine Aufwärmübung machen. Oh, was soll ich nur schreiben? Mir fällt doch nichts ein. Julian, ich warte. Ja, ich muss mir was einfallen. Sie sind einfach so schön und so hübsch. Da gibt es so viel zu schreiben. Super. Okay, ich hab was gefunden. Frau Diva ist schön. So, fertig, aus. Oh, das ist ja eine Frechheit. Wie, ich bin nur schön? Oh, Julian, also wenn das so weitergeht, müssen wir mit deinen Eltern reden. Ja, bitte reden Sie mit meinen Eltern. Die werden Ihnen auch sagen, dass das einfach nicht geht hier. Oh Mann, oh Mann. Das ist doch nicht euer Ernst. Immer wieder diese Klasse. Wo seid ihr denn? Der Bus wartet. Julia, was wird das denn? Geh weg von meinen Füßen. Oh, oh, Hätschelig, endlich sind sie da. Oh, Frau Diva, die spielt wieder total, die dreht wieder total am Rad. Wer hat denn diese Krickeleien eingeschrieben? Frau Diva ist schön. Also sowas schreibt man, also klar, aber warum schreibt man denn sowas? Ja, also ich reg mich auch darüber auf. Ich bin nicht nur schön, ich bin die schönste Lehrerin überhaupt. Oder die schönste Frau in ganz Playmobil City. Hätschelig, bitte befreien Sie uns und... Was für ein Bus? Worum gehen wir denn? Julian, war wieder klar, dass du der Letzte bist, der davon mitbekommt. Heute gibt es doch wieder Lehrer versus Schüler und ja, wir warten auf dich. Also Hätschelig, eins muss ich Ihnen sagen. Uns wird hier nie was gesagt, aber ich freue mich. Auf geht's. Super, Kinder, und ihr bitte auch alle in den Bus. Wir wollen natürlich mit der gesamten Schule jetzt dahin. Denn heute findet das Lehrer versus Schüler im Gymnasium statt. Die haben uns eingeladen. Mhm. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen hier zum Bio-Quiz-Duell am Gymnasium von Playmobil City. Ja, heute findet das mal hier statt. Aber nicht wir werden hier teilnehmen, sondern die Lehrer der Grundschule und auch die Schüler der Grundschule. Aber wir werden das hier veranstalten. Vielen Dank für die Idee, Hanna Vogel. Auf dieser Seite die Lehrer. Ich habe schon gehört, ihr seid nicht so erfolgreich, oder? Und hier dann auf dieser Seite die Schüler. Du bist doch dieser Mario. Du kommst auf keinen Fall auf meine Schule. Damit das klar ist, du machst ja nur Ärger. So, und die beiden Damen übernehmen das hier heute. Die Tessa und die Hanna. Ja, dann wünsche ich euch mal viel Spaß hier beim Quizduell heute. Möge der Bessere gewinnen oder der Klügere oder die Lehrer. Weil ich bin auch ein Lehrer. Ich bin für euch. Herzlich willkommen an alle, ich bin Tessa Schnösel, eure Chefmoderatorin heute und neben mir ist meine Co-Moderatorin Hanna Vogel. Co-Moderatorin, was soll das denn heißen, Tessa? Du bist ja heute nicht der Chef, wir stellen einfach nur die Fragen. Also eine kleine Differenz zwischen uns beiden, aber sie scheint damit total überfordert zu sein, deswegen bin ich ja auch die Chefin. Wir starten mit der ersten Frage. Oh Mann, Leute, ich hoffe, wir gewinnen heute, aber beim letzten Mal wart ihr noch nicht dabei, oder? Wir sind heute dran. Ja, genau, die beiden anderen Mädels sind krank. Mhm. Yeah, Schüler vor! Schüler vor! Nein, ich bin für Mr. Handsome. Ja, klar, Pia. So, danach gibt es Pudding für alle, hoffe ich zumindest. Was? Nein, um Pudding geht's hier doch gar nicht. Das ist nicht Teil des Regelwerks. Wir fangen mit der ersten Frage an. Okay, Leute, seid ihr bereit? Welcher Fisch kann auf Bäumen klettern? A. Der Pfützenhai. B. Der Schlammspringer. C. Der Schneeschleicher. Oder D. Der Regenhering. Hä, was ist das denn für eine Frage? Wie sollen wir das denn bitte wissen? Ist doch klar, dass das nur die Lehrer wissen. Oh Mann, das ist sowas von unfair. Mann, oh Mann, wo sollen wir denn sowas wissen? Ich habe auch Bio, aber ich habe sowas noch nie gehört. Ich kann mir die Namen überhaupt nicht merken. Könnt ihr beim nächsten Mal vielleicht eine ein bisschen schwieriger Frage aussuchen? Also, das ist ja ziemlich einfach. Das ist natürlich der Pfützenhai. Habe ich letztens bei Discovery Channel gesehen. Die Antwort war natürlich falsch. Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja kein Biolehrer. Aber normalerweise müsste ich das wissen. Aber ich habe noch nie was von diesem Fisch gehört, der auf Bäume klettern kann. Was? Oh, das kann doch nicht sein. Was sind das denn für Fragen? Oh, ich werde auf jeden Fall verlieren heute. Und wir auch als Schüler. Ja, okay. Es war doch der Regenhering. Ja, ich weiß es. Nein, jeder hat nur eine doch, Antwort. Jetzt es war der Regenhering. Der dran. Herr Chillig, bitte. Also ich sage, es ist... Ich sage, es ist B, der Schlammspringer. Das ist richtig. Phänomenal. 10 Punkte für die Lehrer. Super. Oh, ganz yes. Toll, Herr Chillig. Toll, Max. Toll. 10 Punkte für uns. Na, ihr Schüler. Ich sag euch, dieses Spiel ist wieder manipuliert. Das war die richtige Antwort. Der Pfützenhai und auch der Regenhering. Ich weiß es nicht. Oh, Mario, du erzählst total den Quatsch. Vielleicht bist du einfach mal still, wenn du keine Ahnung hast. Das macht ihr doch nur, weil ihr die Lehrer seid. Das macht ihr doch extra, damit hier alle hier schön später auf diese Schule kommen. Ich möchte gar nicht auf diese Schule, ist mir egal. Ich bin jetzt weg. Was? Wir sind doch nicht für die Lehrer. Na gut, ich bin für Mr. Handsome, aber auch nur, weil er so wunderschöne Haare hat. Oh Mann, diese Haare. Also gut, wir kommen zur nächsten Frage. Welches Tier hat sehr große graue Ohren? Ist es A, der Löwe, B, die Giraffe, C, die Maus oder D, der Elefant? Graue Ohren, aber ich meine, okay, der Löwe hat doch auch große Ohren oder die Giraffe. Oh, ich war nie gut in Biologie. Mr. Handsome, das wissen Sie doch. Sie müssen die Punkte unbedingt holen. Mr. Handsome, los! Hier, ich will. Ja, die Schüler? Der Elefant ist die Antwort. Oh,
jetzt, das habt ihr Lehrer davon. Na, na, wie war das jetzt eben noch, Herr Schillig? Wir haben die Punkte. Was ist denn jetzt, Hanna? Ist das richtig? Ja, klar, richtig. 10 Punkte für die Schüler. Oh, super, super, klasse, Glückwunsch. Ich war total nervös, aber ich hab's trotzdem geschafft. Super gemacht. Das war doch nur Glück, als ob das keiner weiß. Also okay, ich hätte jetzt Maus gesagt, aber Elefant hätte ich auch gewusst, ja. Also ganz ehrlich, Mario, ich verstehe nicht, wie bist du in die 4. Klasse gekommen? Das geht doch gar nicht. Bist du vielleicht schon 15, 16 Jahre alt? Oh, Mr. Hanson, ich bin da so traurig, dass Sie das nicht wussten. Also, sind Sie jetzt ausgeschieden? Mr. Hanson, soll ich Sie trösten? Sie sehen gar nicht gut aus. Pia, du brauchst sind jetzt Sie eigentlich traurig? Nicht weinen. Nein, ich kann auch also, gleich nochmal weiter... Also, ich bin wirklich traurig. Ja, bitte nicht. Oh Gott, die hat sich ja gar nicht geändert. Also gut, kommen wir zur Runde Nummer 3. Cousine, du weißt ja schon, dass das meine Frage ist, oder? Das ist dir schon klar, oder? Aber Tessa, du hast doch erst die nächste Frage mit den Knochen, du weißt schon. Ach so, naja, das ist selbstverständlich. Ich als Chefmoderatorin weiß das natürlich. Das war nur ein Test, ob meine Co-Moderatorin auch noch bei der Sache ist. Oh Mann, in Biologie war ich irgendwie noch nie gut. Also in Kunst vielleicht, aber Bio, oh nein, das ist nicht mein Fach. Oh Mann, ich bin so nervös. Ich werde diese Frage doch niemals richtig beantworten können. Also gut, kommen wir zur nächsten Frage. Welches Tier kann seine Hautfarbe jederzeit an seine Umgebung anpassen? Ist es A, das Chamäleon, B, die Katze, C, die Eidechse oder D, der Igel? Was sind das denn für Antwortmöglichkeiten? Davon ist gar nichts richtig, Hanna. Natürlich! Tessa, lass es sein, bitte. Das ist natürlich, da ist natürlich eine richtige Antwort dabei. Macht bitte weiter, Kinder. Oh, Tessa, lass es doch jetzt mal. Also, wer möchte antworten? Ah, ich sehe, die Schüler möchten antworten. Chamäleon ist das. Super! Das sind dann 20 Punkte oh, für klasse, die Schüler. Also, ich wusste das nicht ganz genau. Ich war so nervös. Oh, wenn jetzt mal eine vernünftige Frage über Make-up oder so gekommen wäre, aber nein, immer nur über Tiere. Also, Frau Diva, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum ich Sie als Lehrerin eingestellt habe. Wie kann man so eine Frage nicht wissen? Max, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Das ist nur ein Quizduell gegen Schüler. Außerdem weißt du auch nicht jede Frage. Jetzt bleib mal locker. Ist mir doch egal. Dafür weiß ich heute aber alle Fragen. Und das sollte sie auch. Ich will nicht wieder gegen die Schüler verlieren. Na gut, dann kommen wir wohl zur nächsten Runde. Tessa, jetzt bist du dran. Ach, danke, Cousinchen. Das wurde jetzt auch langsam mal Zeit. Ich muss dich natürlich überprüfen als meine Co-Moderatorin. Ich bin hier die Chefin. Tessa, bist du nicht? Du bist nicht die Chefin. Und los, jetzt mach schon. Also gut, hört alle gut zu. Wie viele Knochen hat der menschliche Körper? A, 246, B, 3, C, über 400 oder die Antwort D, 206? Kann ich vielleicht die nächste Frage haben? ich hab keine Ahnung, oder? Warte, denk nach. Oh Mann, das war ja sowas von klar. Wie kannst du das nur nicht wissen? Ist doch klar, dass das nur 3 Knochen sind. Kann ich jetzt bitte die nächste Frage haben? Nein, Julian, das geht nicht. Du musst schon diese Frage beantworten. Julian, ich bin zwar deine Lehrerin, aber immerhin ist hier immer noch Lehrer versus Schüler. Deshalb muss ich natürlich auch antworten. Meine Antwort ist 206. Also, Julian, tut mir leid, aber das ist richtig. Was? Nein, dann kann ich bitte die nächste Frage haben. Super, natürlich. Das war ja sowas von klar. Also wirklich, die Vogels, die wissen einfach gar nichts. Julian... Julian, oh mach dir nichts da draußen. Was sind das denn für Fragen? Ach, Bio, das hast du einfach noch nicht so. Wer hat diese Frage überhaupt ausgesucht? Julian, nur weil du nicht imstande dazu warst, diese Frage zu beantworten? Also wirklich? Oh, sorry, Leute, ich wusste es halt nicht. Tut mir wirklich leid. Vielleicht in der nächsten Runde. Ach, Julian, nicht schlimm. Das kriegst du noch hin. Oh Mann, die Fragen sind wirklich hart. Ich bin zwar schon in der 5. Klasse, aber die Frage hätte ich auf jeden Fall nicht beantworten können. Ich weiß nicht. Also heute bin ich echt nicht gut drauf. Ich glaube, heute schaffe ich das nicht. Ich bin echt schlecht. Na, Julian, wie schmeckt dir das? Da haben die Lehrer wieder richtig geantwortet. Und wie sieht's mit dir aus? Max, ich sag's jetzt nicht wirklich nochmal. Was denn, Schatz? Du bist Lehrer, du hast hier eine Vorbildfunktion. Du kannst dich hier ja, nicht aufführen ja, und die, gut, die Schüler okay. irgendwie erniedrigen. Also wirklich. Ja, ist ja gut. Aber Anna, Schatz, wir gewinnen. Wir gewinnen wirklich. Oh, ich glaube, das wird heute was. Ich glaube, das wird heute bei mir gar nichts. Ich hoffe, vielleicht kann ich wenigstens eine Frage richtig beantworten. Also kommen wir jetzt zum großen Finale mit eurer Chefmoderatorin Tessa Schnösel. Oh, Tessa. Es steht 60-60. Wer wird die nächste Antwort geben? Julian, los, streng dich an. Ich weiß, dass du diese Frage beantworten kannst. Ich glaube eher nicht. Ich habe sowieso schon verloren. Tut mir leid, Leute. Ich sag's jetzt schon. War ja klar, dass der im Finale ist. Naja gut, ich habe auch keine Frage richtig beantwortet. Aber der wird auf gar keinen Fall eine Frage richtig beantworten. Hey, hör auf so zu reden, du war mein bester Freund. Julian, du schaffst das. Gegen den sowieso, Herr Schill, ich weiß gar nichts. Buh! Steve, sag mal froh, dass du nicht Unterricht bei mir hast. Aber gut, heute ist ja auch Lehrer versus Schüler. Julian, tut mir leid, aber heute wirst du nicht gewinnen. Heute gewinnen die Lehrer. Ja, das kann sein. Ja, los, letzte Frage.
Also gut, kommen wir zur letzten Frage. Wie viele Muskeln hat der Körper? A, 5, B, 80, C, 656 oder D, 1412? Ich glaube, es sind 80, oder? Ja, 80. Oh, bitte. War ja klar. Das ist natürlich falsch, Julian. Die Antwort ist D, 1412. Das ist richtig. Nee, natürlich, tut mir leid, aber da haben sie nicht recht und Julian, du auch nicht. Julian, überleg doch mal, du weißt das. Ja, warte, also 5 kurz dann aufwecken. Ich sag C, 656. Oh, bitte. Das ist richtig, Julian, ja, Julian, super. 70 Punkte für die Schüler. Also das kann doch wirklich nicht sein. Die Schüler haben gewonnen gegen die Lehrer, aber wieso? Die Schüler sind doch nicht intelligenter und dann auch dieser Julian, oh, mein Cousin. Yeah! Super, Julian, hey Leute, ihr hättet niemals gedacht, dass diese Antwort weiß. Yeah! Schüler vor! Yeah, Julian! Schüler vor. Das mag wohl hässlich! Oh, guck dir das mal an, wie die am Feiern sind, das ist doch nicht fair! Ich wollte gewinnen! Aber du musst doch den Schülern auch noch gratulieren! Oh, ja, ist ja gut. Herr Chillig, warten Sie! Also, Sie waren heute echt gut und ich habe halt ein bisschen Glück gehabt. Ja, auch ich sehe es ein, ich hatte ein bisschen Glück. Ja gut, junger Mann, heute habt ihr nochmal gewonnen, aber ich verspreche dir, im nächsten Duell werden wir gewinnen. Naja, da wäre ich mir nicht so sicher. Wir haben gewonnen! Claudia Vogel, hallo? Ach, Herr Chillig, fällt die Schule etwa heute aus? An Julian soll er an seine Turnsachen denken? Lehrer versus Schüler? Nee, davon hat Julian nichts gesagt. Nein, Julian hat mir das natürlich nicht gesagt. Ach, Sie haben das gestern... Na gut. Nein, Julian schläft auch noch. Der denkt, er ist zu zweiten. Ich werde ihn mal schnell wecken. Oh, Julian ist mal wieder total durch den Wind. Und ich muss mich wieder um alles kümmern. Julian, steh auf! Julian! Oh, ich hab erst so zweiten, nein. Julian, du musst aufstehen! Julian, nochmal sag ich's nicht, du musst jetzt wirklich aufstehen. Hey Mama, hey, was machst du auf meinem Bett? Steh auf! Freundchen, du stehst jetzt sofort auf. Gleiches Lehrer für die Schüler, du musst da hin. Julian, du musst dich wirklich ranhalten. Ich werde dir schon mal Essen vorbereiten und du musst sofort aufstehen. Oh, stimmt, ja. Herr Chillig hatte mir das gestern gesagt, aber ich dachte, ich hätte so zweiten trotzdem. Ja, ich steh schon auf. Ich muss sofort meine Sachen mitnehmen. Und Turnsachen muss ich auch noch rein. Brauche ich nicht. Wir machen doch einfach so. Ja, kriegen wir hin. So, Mama, ich bin dann schon soweit. Ich gehe dann direkt zur Schule. Ist ja Lehrer, wirst Schüler. Aber wir werden heute gewinnen. Auf jeden Fall. Julian, ein bisschen Stärkung brauchst du auch. Nimm dir diese Äpfel mit. Was? Ja, ist ja gut. Nimm die einfach mit und du kannst sie auf dem Weg zur Schule essen. Zwei Äpfel? Okay. Ja. Prost Mahlzeit. Vielleicht sollst du direkt reinbeißen. Du musst doch fit sein für die Turnolympiade, die heute ansteht. Jetzt? Ja. Beiß jetzt in den Apfel. Ja, ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Ich glaube, jetzt ist er wirklich wach genug für die Olympiade. Ich bin dann weg. Viel Glück und beiß jetzt in den Apfel. Ja. Oh Mann, den ersten Apfel habe ich geschafft, aber den zweiten schaffe ich niemals so früh am Morgen. Oh, hier ist ja schon einiges los an der Turnhalle. Ja, wo bleibt er? War ja klar, dass er zu spät kommt. Können wir ihn nicht disqualifizieren oder so? Nein, das machen wir nicht. Das ist mein bester Freund. Und du wirst ihn nicht ärgern. Hast du gehört, Mario? Oh, ich find's richtig klasse, dass wir nicht die ersten Stunden in die Schule mussten. Jetzt können wir hier in Ruhe Lehrer versus Schüler moderieren. Also, Hanna, ihr seid ja die Spielleiter hier. Also, wie wär's, wenn wir Julian wirklich disqualifizieren? Ich meine, er ist ja zu spät. Herr Chillig, das kommt gar nicht in Frage. Ja, okay, schade. Außerdem sind ja schon zwei Leute ausgefallen. Dafür sind ja Sarah und Mia eingesprungen. Ah, und jetzt da hinten sehe ich auch Julian. Er kommt. Hey Julian, Leute, da bist du ja. Endlich, wo warten denn schon wieder? Julian, du weißt, was heute ansteht. Die Turnolympiade. Lehrer, Buh. Steve, wir haben noch nicht angefangen. Kinder, Leute, also heute gibt es das nächste Lehrer vs. Schüler und heute mal die Turnolympiade hier in der Sporthalle. Herzlich willkommen. Anscheinend sind wir jetzt komplett. Zwei sind leider krankheitsbedingt ausgefallen. Dafür machen jetzt Sarah und Mia mit. Dankeschön dafür, aber das heißt nicht, dass ihr gewinnen werdet. So, mögen die Spiele beginnen. Herr Julian, ich warne dich. Ich bin hier der Turnmeister, damit das klar ist. Also ich werde möglichst alle Übungen hier machen und du gar nichts. Hä, weißt du, mit wem du hier redest? Ich bin Julian, ich bin der Turnmeister. Ich konnte das in der Kita super und in der Schule auch. Du wirst schon Augen machen. Also, auch von uns nochmal herzlich willkommen. Ja, hallo. Heute treten wieder die Lehrer und die Schüler gegeneinander an. Es gibt insgesamt drei Disziplinen und in jeder Disziplin treten zwei Lehrer gegen zwei Schüler an. Als erstes Herr Chillig und Sarah. Herr Chillig, Sie dürfen anfangen. Sie sind der Ältere und wir fangen an mit der Leiter. Wer als erstes oben ist? Das habt ihr als Disziplin wirklich gewählt? Damals war ich der Beste in der Schule und im Sportstudium auch. Naja, kriege ich hin. 3, 2, 1 und los! Der denkt doch nicht wirklich, dass er das hinbekommt und... Wow! Oh, der ist ja schon fast oben! Oh, ich sehe es auch! Der ist schon bei der Hälfte! Mann, ist der schnell! Oh, woher kann er das? Warum ist der so sportlich? Das wusste ich nicht! Ich dachte, er wäre Mathelehrer nur! Da bin ich schon oben! Na, was sagt die Zeit? Wow, Herr Chillig, das waren nur 6 Sekunden! Ja!
Oh Mann, wie soll ich das nur schaffen? Tja, habt ihr das gesehen, Kinder? Habt ihr das gesehen? Ihr könnt noch einiges lernen von mir. Sarah, ich sage es sehr, sehr ungern, aber diese Runde hast du auf jeden Fall verloren. Los, Sarah, das schaffst du! Sechs Sekunden da hoch, das schaffe ich doch niemals. Doch, das schaffst du. Stell dir vor, da oben ist ein Donut und du willst unbedingt schnell ran, also beeil dich. Boah, wenn ich die schon sehe, Mia, die bekommt das doch niemals hin. Na klar. Mario, wie kannst du sowas sagen? Wir sind doch ein Team, wir müssen doch zusammenhalten. Warum bist du immer so fies? Also ich frage mich bis heute, ob ihr wirklich Geschwister seid. Das kann eigentlich gar nicht sein. Warum ist Mario nur so fies? Sarah, du schaffst das! Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Sarah ist echt gut gestartet. Ich glaube, das schafft sie. Oh, jetzt wirklich? Ich dachte, ich wäre hier der Schnellste. Sarah, lass dir Zeit. Sarah, los! Sarah, was ist denn jetzt auf einmal? Oh, du brauchst keine Höhenangst haben. Hey, weiter nach oben! War doch klar. Jetzt brauchst du schon über 10 Sekunden. Ach, wir haben diese Runde verloren. Das ist doch egal. Los, Sarah, gib alles. Du bist gleich da. Ein paar Runden haben wir ja noch. Und? Das waren über 6 Sekunden, oder? Tja, Sarah, ich glaube, meine Bestzeit, die konntest du nicht schlagen. Na, an wen gehen die Punkte? Diese Runde geht an die Lehrer. Herzlichen Glückwunsch, yes. Leute, tut mir total leid. Ich hab mich echt beeilt. Boah, ich sagte, das war sowas von schlecht. Was machst du überhaupt in diesem Team? Und bei der Turnolympiade, du bist doch sowas von nicht sportlich. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Hey, Sarah, egal. Lass dir von Mario nichts sagen. Wir haben sowieso keine Ahnung. Wir kriegen das hin. Wir haben noch genügend Runden über. Mhm. Mario, versuch du das erstmal besser zu machen. Sarah, beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Lass den Kopf nicht hängen. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, es kommt noch eine Übung, die ich wirklich kann. So, kann ich jetzt anfangen? Ja, ich habe den Timer gedrückt. Das wird ein Rekord. Und los. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz schön wackelig. Au! Da hat jemand Butter dran geschmiert oder so. Warum war das so rutschig? Hey, ich will nochmal. Das war sowas von klar. Was ist mit dir denn passiert? Oh Mann, wie schlecht. Du hast dich besser gemacht als ich. Hey, hört auf zu lachen. Das Ding ist manipuliert. Ist mir egal. Ich mach nicht mehr mit. Das ist hier alles. Das ist nicht echt. Das ist alles nur gespielt und so. Ich will das nicht. Oh, klasse, super. Wegen dir haben wir jetzt die Runde verloren. Aber wisst ihr was? Wir kommen das auch zu dritt hin. Eine Frage an die Spielleiter hier. Diese Runde geht doch jetzt an uns, oder? Also wir müssen doch jetzt nicht hier nochmal irgendwie, oder? Also diese Runde geht natürlich an die Lehrer. Es steht 20-0. Und die Schüler brauchen jetzt jemanden, der Mario ersetzt. Der hat sich nämlich gerade weggemacht. Hey, hier ich mach das freiwillig. Ich krieg das hin. Ja, das sieht ihm total ähnlich. Mario haut natürlich ab, wenn er was nicht kann. Egal, wir haben dann Steve. Wir kriegen das schön hin, Leute. Das bekommen wir hin. Frau Spielleiterin, geht das so einfach? Also, dass Steve sich hier freiwillig meldet? Ich wäre dafür, dass die Lehrer-Schülerrunde jetzt vorbei ist und wir gewonnen haben. Nein, Herr Chillig, wir machen die Regeln. Und Steve kann gerne mitmachen, damit es weitergehen kann. Hey Leute, ich bin dabei. Und wisst ihr was? Super. Wir werden das heute gewinnen. Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Disziplin. Die Lehrer liegen vorne. Ja, und jetzt geht's ans Reck. Ganz genau. Das ist heute die Meisterdisziplin. Wer möchte als erstes? Ich weiß ja, du bist total sportlich, aber ich glaube, da an der Disziplin hast du keine Chance gegen mich. Ich war früher in einem Turnverein. Aha, das haben einige schon gesagt. Ist mir egal. So, ich möchte starten. Ich habe einiges drauf, Frau Chillig. Das werden Sie sehen. So, darf ich starten? Alles klar, Julian. Dann zeig mal, was du kannst. Okay, dann als erstes hoch. So, okay. Die Kerze. Und jetzt weiter. Yeah, Julian, klar. Weiter, Jo. So, und eine zweite Runde. Wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Wieso kann er das denn? Nicht schlecht, nicht schlecht. Weiter, Julian. Oh, super. Diese Runde geht auf jeden Fall an Julian. Er macht das richtig toll. Und es geht immer noch weiter. Ich glaube nicht, dass Frau Chillig sowas kann. Also in diesem Alter nicht. So, und jetzt ein sauberer Abgang und die perfekte Landung. Na, wie war's? Ich bin zwar unparteiisch, aber Julian, das war klasse, super. Ja, spitzenmäßig. Yeah, Julian, super. Tja, ich muss schon sagen, einer meiner leichtesten Übungen. Na, jetzt will ich mal sehen, Frau Chillig. Na gut, dann versuche ich das mal. Ab nach vorne, die Beine hoch. So, und dann nochmal rum. Wow, woher kann die das? Hey, also, Frau Chillig kann das ja wirklich gut. Die war wirklich im Turnverein. Hat die das am. War das ihre Lieblingsbeschäftigung? Und, na gut, das ist jetzt schon der Abgang. War eigentlich länger geplant, aber meine Arme schaffen das nicht mehr. Und Pia, was meinst du? Ich würde sagen, es ist klar wie Kloßbrühe. Der Punkt geht auf jeden Fall an die Schüler. Oh, yes! Aber Frau Chillig, also, Sie haben das wirklich gut drauf, muss ich schon sagen. Wahrscheinlich besser als Herr Chillig. Ach, danke, Julian, das ist lieb. Aber du warst auch sehr gut. Vielleicht ist Turnen wirklich was für dich. Willst du nicht einem Verein beitreten? Anna, Schatz, ist das dein Ernst? Das ist der Feind. Also, für heute. Du kannst dich doch nicht mit ihm anfreunden. Also, bitte. Der Feind? Wie kannst du sowas sagen? Ich meine, das sind deine Schüler. Heute schon. Doch, gerade dieser Julian, der feiert das immer, wenn er gewinnt. Sei doch nicht so dramatisch. Also, Julian, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und Max, du musst dich mehr anstrengen.
Oh yes, habt ihr das gesehen? So, jetzt bist du noch mal dran, Steve. Das kriegst du hin. So, nun kommen wir zur letzten Disziplin. Die Schüler haben ausgeglichen. Es steht 20 zu 20. Und jetzt hier kommt der Sprungkasten. Ich sag mal so, ich als Sportlehrer werde das Ding hier locker schaukeln. Oh, also, Herr Fitte, ich habe Sie noch gar nicht gesehen. Sie dürfen mitmachen? Das wusste ich nicht. Tja, Julian, dann schau mal ein bisschen zu. So, darf ich starten? Und hier kommt der Sprung. Oh, ich bin abgerutscht. Das sah gar nicht gut aus. Das zählt nicht. Ich bin halt abgerutscht, wie bei dem Jungen eben. Und ich wäre dafür, dass ich nochmal darf. Nein, so können wir das leider nicht machen. Jeder hat nur einen Versuch. Okay, dann ist Julian jetzt dran. Okay. Die Schüler. Okay, Julian, konzentrier dich. Du kannst Punkte holen und wir können in Führung gehen. Und Sprung und alle hopp. Und dann nochmal die Landung. Und wie war das? Boah, super, Julian. Klasse. Becher ist erfüllt. Das sind auf jeden Fall Punkte für uns. Das schaffst du, Sarah. Los. Ja, willst du nicht lieber? Nicht, Nein. dass ich das wieder so schlecht mache. Sarah, das ist deine beste Übung. Das schaffst du. Sarah, komm schon. Das bekommst du hin. Auf jeden Fall. Ich vertraue dir. Also, die Schüler sind in Führung gegangen und jetzt kommt noch der große Ausgleich oder eben die Schüler gewinnen. Also, liebe Schüler, an eurer Stelle, wobei wir können nur noch ausgleichen, würde ich aber nicht mehr antreten, weil ich werde jetzt hier diese Übung machen und ich werde sie mit Bravour meistern. Da wäre ich mir nicht so sicher, Herr Chillig. Also, die Sarah, ich weiß, in der Kita hat ihr das super gemacht. Also, seien Sie auf was gefasst. Mal wieder Sarah. Also, wenn das wie eben bei der Leiter ist, dann mache ich mir keine Sorgen. Max, du solltest am besten deinen Mund nicht zu voll nehmen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ach was, aber ich werde nicht fallen. Und hopp! Ich bin nicht umgekippt. So, ich stehe. Das war doch okay, oder? Naja, also die Landung war nicht ganz perfekt, aber wir gucken mal, was Sarah jetzt macht. Oh Mann, hoffentlich kriege ich das hin. Sarah! Das schaffst du! Ich bin nervös. Ich sag euch, Sarah wird das richtig rocken hier. Die konnte das in der Kita richtig gut und hier wahrscheinlich auch. Guck, sie läuft an. Oh, guck mal! Die macht einen Überschlag. Super, Sarah. Das war perfekt, wie du das gemacht hast. Das war ja super. Also damit haben wir auf jeden Fall gewonnen, oder? Oh, das kann doch nicht sein. Oh, warum haben wir schon wieder verloren? Oh, ich sollte mir ein anderes Lehrerteam suchen. Ganz klar. Die Schüler gewinnen mit 40 zu 20 die Turnolympiade. Oh Mann, ich war total nervös, aber ich hab's geschafft, Julian. Ja, du hast es geschafft. Das war super. Ja. Klasse Ding. So, auf drei. 1, 2, 3. Schüler vor. Hallo, guten Morgen, heute bin ich mal pünktlich. Hallöchen, Julia, mein Lieber, schönen guten Morgen, gut siehst du heute aus. Ja, du auch, Steve, aber hey, wir sind doch Freunde und ich meine, du siehst ganz gut aus, aber tut mir leid, ich stehe nicht auf dich. Und tut mir leid, Rotkohl mag ich eigentlich auch nicht, ich verstehe nicht, warum du mir das jetzt alles schenken willst. Du denkst doch nicht wirklich, dass das für dich ist, das ist für das hübscheste Mädchen der Welt. Steve, ich sag's dir, ich bin kein Mädchen, damit das klar ist. Julian, oh nein, ich mach keinen Spaß. Ich beleidige. Also, ich sag nicht zu dem Mädchen. Das ist vielleicht das hübscheste Mädchen hier in ganz Playmobil City, auf der ganzen Welt. Ach, Blumen für mich, weil ich ja das schönste Mädchen bin. Danke, Steve. Nein, also, Frau Siever, so war das nicht gemeint. Tja, Steve, dann wünsche ich dir mal viel Spaß damit, dich da jetzt rauszureden. So, wie komme ich jetzt noch raus? Also, Frau Siever, Julian hat ein Geschenk für Sie. Ja, ich hab nur für das zweithübscheste Mädchen was. Ja? Boah, das stimmt doch gar nicht, Steve. Zieh mich da nicht mit rein, Frau Diva. Ich habe mit der Sache gar nichts zu tun. Nada, null, niet. Julian, was soll das heißen? Findest du etwa, dass ich nicht hübsch bin? Ich habe ja wohl das Zeug zum Model, oder? Ah, Frau Diva, ich habe gesagt, ich möchte hier in die ganze Sache nicht reingezogen werden. Steve, vielen Dank. Kannst du nicht einfach diese Blume schenken, wem du willst? Also, Julian, ich finde, du könntest dir ein Beispiel an Steve nehmen. Wieso denn? Er ist so romantisch und so lieb und hat eine Blume mitgebracht für ein Mädchen. Und Steve, egal für welches Mädchen das ist, ich werde dir helfen. Oh, danke schön, Frau Siever. Also, ich habe auch ein Gedicht vorbereitet. Das will ich gerne vorsagen und was auf die Tafel schreiben. Ich verstehe das jetzt nicht. Was hat das mit der Sache hier zu tun? Ich wollte mich doch einfach nur raushalten. Und als ob ich nicht romantisch oder so. Das hat mit Frau Diva nichts zu tun. Das wird mir hier einfach zu viel. Warum kann man hier nicht mal einen normalen Tag in der Schule haben? Und ich sehe, Mia ist leider immer noch krank. Die anderen sind da, aber Mia anscheinend noch krank. Schade. Hey, guten Morgen, Leute. Warum ist es denn so still hier? Ines, Achtung, mach dich auf was gefasst. Ein bisschen peinlich ist das schon. Rotkohl? Ich hasse Rotkohl. Oh, jetzt verstehe ich. Oh, tut mir leid, Ines. Es wird noch viel, viel schlimmer. Guck mal nach vorne und auf die Tafel. Oh nein. Oh mein Gott, wie peinlich. Ist das dein Ernst? Da ist sie, Steve. Los, dein Einsatz. Ja, aber natürlich. Alles klar, also wir gehen gleich weg. Ach ja. Oh, Ines, meine Ines. Ich liebe dich wie der Herbst die Süßkartoffeln. Und Steve, wie der Winter Weihnachten. Stopp. Was denn? Hör auf, Steve. Aber guck mal, was hier auf der Tafel steht.
Oh Mann, wie kann man nur so peinlich sein? Ich könnte Boden versinken, Steve. Stopp, sofort aufhören. Also, tut mir leid, Ines, wenn dir jetzt mein Gesicht nicht gefällt. Das habe ich mir gerade einfallen lassen, weil ich mag halt Süßkartoffeln und Weihnachten und so. Und da wäre noch ein bisschen was gekommen, paar Strophen. Aber ich wollte nur sagen, ich liebe dich. Oh, Steve, bleib mir bitte heute fern. Also, ich setze mich hier neben Julian. Mia ist ja leider noch krank. Und Frau Diva, können wir bitte mit dem Unterricht anfangen? Ja, ich wusste es doch. Und du nennst dich mein bester Freund. Das war alles ein Plan von dir. Du wolltest ihn für dich haben. No, was habe ich denn jetzt damit zu tun, Steve? Ey, zieh mich da nicht wieder rein. Ich habe mit der Sache gar nichts zu tun. Das ist alles deine Idee. Ines muss... Oh, naja, gut, okay. Aber ich habe wirklich damit nichts zu tun. Also wirklich, Julian, das, was du deinem besten Freund antust, das macht man nicht. Das würde ich meiner besten Freundin niemals antun. Julian, hast du das gehört? Damit bist du jetzt mein Erzfeind für die nächste Zeit. Oh Mann, da, dann sollen die sich halt streiten. Aber Hauptsache, Steve bleibt mir jetzt erstmal fern. Das war so peinlich heute. Warum wollt ihr mich heute hier total veräppeln? Frau Diva, du und auch Ines? Kannst du nicht mal einen normalen Tag in der Schule geben? Hallo, guten Morgen, Kinder. Was ist denn hier wieder los? Julian, kommst du mal bitte einmal mit in mein Büro? Oh, endlich mal was Normales, Herr Chillig. Vielen Dank. Das muss passieren in der Schule. Herr Chillig, ruf mich und wir müssen in sein Büro und... Was habe ich denn getan? Das klären wir dann gleich, Julian. Kommst du dann bitte einmal mit? Frau Diva, er ist dann entschuldigt, ne? Tja, mag ich ja nicht wieder in diese Klasse zu kommen, Julian. Du warst mal mein bester Freund. Ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, was mit Steve heute los ist. Vielleicht liegt das am Rotkohl. Hanna, was machst du denn hier? Julian, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Herr Chillig? Also der Herr Grob hat mich heute Morgen hier hingeschickt. Irgendwas sei hier wohl los. Ja, das ist auch soweit korrekt. Julian, Hanna, wir müssten da mal was klären, was ganz, ganz Wichtiges. Oh Mann, das klingt nicht gut. Julian, hast du wieder irgendeinen Unsinn angestellt? Nein, diesmal wirklich nicht. Also, ist ja noch die erste Stunde, da habe ich noch nicht so viel gemacht. Also, heute wirklich noch nicht. Wäre es jetzt zweite große Pause, dann vielleicht. Okay, wir müssen da einiges klären. Also, Julian. Hey, Chillig, ich schwör's, das mit den Getränkeautomaten, das war ein Versehen. Da kam auf einmal ganz viel Kakao raus und was sollte ich halt machen? Ich musste es trinken. Geht's jetzt hier wirklich um Julians Kakao? Dafür bin ich nicht im Unterricht? Chillig, bitte nicht. Nein, darum geht es nicht. Es ist viel, viel wichtiger. Julian, heute steht ein neues Lehrer versus Schüler an. Und um genauer zu sein, besiege den Lehrer. Und damit bin ich gemeint. Ich hab's langsam satt, dass du hier auf dem Schulhof erzählst, dass du klüger bist als die Lehrer und besonders klüger als ich. Das kann ich nicht einsehen. Ach so, also deswegen und... Aber sie sind schon Lehrer und Erwachsener und das stört sie ein bisschen? Okay. Oh ja, das stört mich. Heute gibt es ein Besiege den Lehrer. Und Hanna, du bist natürlich wieder hier die Spielleitung. Du bist die Schiedsrichterin. Du musst das Spiel organisieren. Und dann werden wir mal sehen, wer hier der Beste ist auf dieser Schule. Aber Herr Chillig, Sie sind Lehrer und ich bin Schüler. Ist doch klar, dass ich der Bessere bin. Das denkst du. Das denkst auch nur du. Und ich sag dir was, ich werde alles riskieren. Wenn ihr heute gewinnen solltet, also du als Schülervertretung, dann hat die ganze Schule frei. Oh, klasse. Und wenn ihr gewinnen solltet, also die Lehrer... Dann habt ihr auch frei, aber ich bin ja Schüler, ich kann das nicht bestimmen. Das wird sowieso nicht passieren, weil ich gewinnen werde. Hanna, du gehst dann bitte in die Sporthalle und bereitest dann alles vor. Oh, wieder ein Lehrer versus Schüler, aber ganz ehrlich, eigentlich habe ich Wichtigeres zu tun. Ich müsste eigentlich im Unterricht sitzen. Naja, dann gehe ich mal in die Sporthalle und bereite alles vor. Julian, ich weiß zwar nicht, was deine Schwester hier vorbereiten wird, aber ich sag dir eins, egal was es ist, ob es Mathe ist, Geschichte oder Rechtschreibung oder was auch immer, ich werde gewinnen. Ha, davon träumen sie auch nur nachts. Haben sie die letzten Lehrer versus Schüler schon vergessen? Hallo, herzlich willkommen hier bei uns in der Grundschule zum nächsten Lehrer versus Schüler, beziehungsweise heute heißt das, besiege den Lehrer. Es treten an Julian für die Schüler und Herr Chillig für die Lehrer. Oh nein, warum haben wir denn diese Laptops hier, Hanna? Wenn es jetzt irgendwie um Minecraft oder Roblox oder sowas geht, das kann ich nicht. Buh, Julian, buh, Herr Chillig vor. Hey, ich dachte, du wärst der beste Freund von mir. Hey, ist ja egal. Buh, Julian, Lehrer vor, ja. Oh Mann, das wird ja richtig easy. Ich glaube, Hanna hat Minecraft ausgewählt oder irgendein anderes Spiel. Ich meine, weswegen haben wir sonst unser Laptop hier? Klasse. Julian, du schaffst das. Und denk dran, wenn du gewinnst, haben wir Schüler alle frei. Wir werden hier heute... Wo ist das Spielen? Ihr werdet auf dem Laptop ein Bild sehen mit einer Sehenswürdigkeit. Und dann müsst ihr darauf antworten, wo das eben ist. Also, wo ist das? Und wir fangen direkt mit was sehr Bekanntem an. Ich glaube, das kennt jeder. Oh Mann. Das weiß doch jeder. Ist das die Allianz Arena? Ich sag München, ja. Ach, Julian, du bist ja sowas von dumm. Du Schüler, das ist natürlich das Kolosseum in Rom, ja, in Italien. Rom reicht schon, also die Stadt. Und das ist richtig. Der erste Punkt geht an Herrn Chillig. Damit haben die Lehrer jetzt 10 Punkte gesammelt. Tja, wie schmeckt denn das, Julian? Du hast ja gar keine Ahnung, aber... Wenn er gewinnen würde, dürfen wir nach Hause trotzdem. Herr Chillig vor!
Juliana, siehst du? Sogar deine Freunde haben sich jetzt gegen dich verbunden. Also bitte, ich werde natürlich gewinnen, das wissen sie. Oh Mann, wenn jetzt die ganze Zeit so welche Sachen kommen, ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber vielleicht das nächste, ja. Oh, wer sind die denn? Und ganz wichtig, wo ist das? Das weiß doch jeder. Das ist in Bremen, die Bremer Stadtmusikanten. Super, richtig. Oh, wo ist aber das denn bis dahin? Was ist das denn für Bilder? Ich kenne gar nichts davon. Oh, toll, kannst du nicht was aus Minecraft oder so holen? Und damit führt jetzt Herr Chillig 20 zu 0. Ja, Julian, das wird wohl heute nicht. Loser! Also Steve, ganz im Ernst, jetzt hör endlich auf, Julian zu ärgern. Das war doch alles heute Morgen deine Schuld. Er hat doch damit gar nichts zu tun. Tja, das will ich jetzt auch sagen. Aber wer sich denn neben dich Also okay, du hast dich neben Julian gesetzt. Trotzdem, das ist mir egal. Okay, okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich hoffe, die nächsten Sachen weiß ich. Wo ist das? Julian, du solltest lieber aufgeben. Das wirst du niemals schaffen. Und dann heißt es hier bei uns auf der Schule, der Herr Chillig, der ist der Klügste. Oh, Leute, wo ist das? Ah, hier, das weiß ich. Das ist in Paris. Ja, der Eiffelturm. Oh Mann, klasse, das wusste ich sogar. Das kenne ich aus dem Fernsehen. Julian, das ist richtig. Yes! Die ersten 10 Punkte gehen an die Schüler, an Julian. Na, wie schmeckt das, Herr Chillig? Schön sauer wahrscheinlich, ne? Also nicht die Süßigkeiten sauer, sondern so sauer wie eine Zitrone, ne? So, es geht weiter und Julian, nicht so viel erzählen. Aufpassen. Also, wo ist das? Ha, das weiß ich auch. Da waren wir mal vor ein paar Jahren. Das ist in Berlin, das Brandenburger Tor. Oh, klasse. Also, yes! 20 zu 20. Und Julian, ich wusste gar nicht, dass du so viel weißt. Also, in Erdkunde. Ja, bei Minecraft haben viele das nachgebaut. Da holt er sich sein Wissen von Minecraft. Ja, gut, ich werde trotzdem gewinnen. Hier sind Lehrer und Erwachsene, also bitte. Mann, Herr Chillig, könnte sich mal ein bisschen anstrengen? Der Julian darf heute nicht gewinnen. Okay, ich glaube, langsam bin ich drin. Mal gucken, was als nächstes kommt. So, jetzt mal was ganz Schwieriges. Wo ist das? Oh, da war ich auch schon mal. Das ist in Ägypten, ne? Das ist die Sphinx. Und die Pyramiden, glaube ich, noch. Und Gizeh oder Gizeh? Also da muss ich passen. Ich dachte, das wäre Samira oder so oder irgendeine andere Katze. Nee, keine Ahnung. Ich hätte gesagt, in unserem Garten. Sehr gut. Herr Chillig hat recht. Oh, yes. 30 Punkte sind das dann für die Lehrer. Also, dann kommen wir direkt zum nächsten. Oh, da sind ja ganz viele Menschen. Wo ist das? Das weiß ich natürlich. Das ist Tokio. Was? Nein, niemals, niemals. Das ist Hongkong, ist doch klar. Julian, du hast leider Unrecht. Es ist Tokio. Also, das sind die nächsten Punkte für Herrn Chillig. Oh yes, ich hab gewonnen. Nein, Herr Chillig, ich hab noch ein paar Fragen. Okay. Los, Julian, ich glaube an dich, du schaffst das. Oh, ein sehr hohes Gebäude. Wo könnte das wohl sein? Wo ist das? Das weiß ich. New York. Oh, das sieht irgendwie aus, als wäre das bei uns in der Nähe. Wo ist das? Oh, das weiß ich auch. Düsseldorf. Also, ich glaube, diese Uhr kennt wirklich jeder. Wo ist das? Vielleicht wieder New York? Nein. Dann vielleicht London. Ja, richtig. Und, wo ist das? Das weiß ich. Pisa, in Italien. Oh, das ist aber eine lange Brücke. Wo ist die wohl? San Francisco. Eine tolle Statue. Wo ist die? Da war ich selber auch schon mal. In New York. Oh, noch ein Turm. Ist der wohl auch in Düsseldorf? Nope. Also, das ist da, wo Bayern München spielt. Und die mag ich irgendwie nicht so. München! Okay, also, dann kommen wir jetzt zur allerletzten Runde. Wir schauen aber vorher mal, wie der Spielstand aussieht. Also, 60 Punkte hat Herr Chillig und 70 Punkte hat Julian. Julian, es sieht aus, als könntest du den Lehrer besiegen. Herr Chillig, also, wollen Sie sich mal nicht langsam anstrengen? Also, ein bisschen blamieren tun Sie nicht schon. Steve, als würde ich das nicht wissen. Also, könntest du mich vielleicht mal ein bisschen unterstützen? Oh Mann, wenn wir gewinnen, haben wir direkt frei. Okay, ich bin bereit für die letzte Frage. Oh, das sieht ja toll aus. Wo ist das? Oh, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Diese Brücke, ein Dom, Köln! Wow, Julian, du hast den Lehrer besiegt. Glückwunsch! Oh, ja, Julian, super. Richtig klasse gemacht. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin gegen den Julian verloren, gegen diesen kleinen Jungen. Ja, Gutscheine nehme ich später entgegen. Wir haben jetzt alle frei, Leute, und wir haben den Lehrer besiegt. Also ich, Herr Chillig. Na, wie schmeckt das? Julian, Glückwunsch! Super, Julian. Super, klasse. Julian! Bitte, bitte. Herr Chillig, tut mir leid, aber ich muss dir den Spielern halten. Julian, super! Ach so, Steve, jetzt auf einmal oder wie? Und die ganze Zeit Herrn Chillig anfeuern. Julian, ich war nur ein bisschen sauer. Ich meine, wir haben frei, was gibt's Besseres? Sollen wir nicht vielleicht alle auf den Spielplatz? Okay, aber nur wenn du kein Gedicht für mich aufsagst. Ich glaube, das will keiner hören. Na, Herr Chillig, wie ist es? Haben wir jetzt frei? Ja, ihr habt alle frei. Ist ja gut. Geht nach Hause. Oh, toll. Ihr habt es gehört. Ein Lehrer hat es gesagt, denn ich habe ihn besiegt.
Wir haben frei! Es gibt doch nichts Besseres, als nach einer anstrengenden Schicht hier mit dir ein bisschen auf dem Sofa zu entspannen. Und was ist das? Familienquiz oder wie? Ja. Klasse. Ich finde die Sendung echt spannend. Eigentlich treten ja immer Familien gegeneinander an. Mal sehen, welche Familie heute dran ist. Okay, wer als erstes unten ist, darf das Fernsehprogramm bestimmen. Und naja, ich möchte zwar nicht vorwegnehmen, aber ich bin erst da. Ah, oh, falsch. Ich hab dich überholt. Ich darf bestimmen. Oh, das war wohl nichts. Ich bin immer noch Erster. Ich bin über meine eigenen Füße gestolpert. Warte, Julian. Oh Mann, jetzt ist er schneller als ich gewesen. Was? Oh, toll. Ich bin viel zu früh gefreut. Was macht ihr? Wir wollten Fernsehen gucken. Na, wonach sieht das hier wohl aus, Julian? Wir entspannen uns hier ein bisschen. Und ihr könnt gerne mit uns gucken. Also genau. Wir gucken hier das Familienquiz gerade. Da könnt ihr noch was lernen. Oh, Familienquiz. Na, das hört sich mal interessant an. Also bei Lehrer versus Schüler war ich immer gut dabei, wenn es um irgendein Quiz ging. Na, dann wollen wir doch mal schauen, wie viel du heute beantworten kannst. Los geht's. Oh, das sieht ja cool aus. Wow. Hallöchen, schönen guten Tag hier beim Familienquiz. Ich bin Richard Richtig, Ihr Showmaster, Sie wissen es. Und wir haben heute auch neue Herausforderer. Das ist Familie Bauer aus Playmobil Country. Oh, darf ich jetzt sprechen? Naja, also, ich bin Martin Bauer. Ja. Martin Bauer, Papa, der heißt genauso wie du. Ist das dein Zwillingsbruder? Wobei, dann würde er Vogel. Ach, keine Ahnung. Nein, Schatz, ich glaube nicht, dass das mein Zwillingsbruder ist. Ich meine, ein bisschen ähnlich sieht er mir schon, aber nein, nein, wir sind keine Zwillingsbrüder. Es gibt halt einige, die Martin heißen. Hallo, ich bin die Manuela Bauer. Und ich bin die Michelle Bauer. Naja, und ich bin das Schlusslicht. Also, ich bin Matthias Bauer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir gehen jetzt zu unseren Titelverteidigern, schon seit einigen Shows dabei. Na, ihr kennt sie. Das ist Familie Schnösel. Ja, hallo, hallo, ja. Bitte, Familie, was? Welches Pferd hat mich denn gebissen? Das gibt's doch nicht. Los. Nun gut, beide Familien sind jetzt bereit. Wir können starten. Das wird eine spannende Show, sage ich Ihnen. Gleich geht es los und wir schauen, welche Familie denn klüger ist. Aber vorher gibt's noch Werbung. Oh, typisch Fernsehen, das machen die immer. Wenn's richtig spannend wird, dann gibt's Werbung. Oh Mann, das nutze ich jetzt aber. Also ich find's gar nicht so schlecht, weil ich kann mir Popcorn holen. Warum habe ich denn diese Show nicht schon vorher gesehen? Zurück hier beim Familienquiz mit Richard Richtig. Es startet. Und ich habe die Fragen hier auch schon in meiner Hand. Einmal für Familie Bauer und natürlich für Familie Schnösel. Oh Mann, ich wette, diese Fragen sind richtig einfach. Also bei uns in der Schule, die waren richtig schwer. Zum Beispiel letztens hier dieses, wo ist das? Nun gut, Familie Bauer, die Herausforderer als erstes. Ich hoffe, ihr seid bereit. Die erste Frage, oh, zu welcher Klasse gehören die Delfine? Oh, ich drücke auf den Buzzer, ich weiß es, ich bin mir ganz sicher. Oh, das kam ja sehr, sehr schnell, aber möchten Sie das vielleicht nicht mit Ihrer Familie als erstes besprechen? Schatz, also, wenn wir diese Frage jetzt falsch beantworten, dann weißt du, dann sind wir raus. Oh, Martin, ich weiß es ganz genau, ich bin mir 100% sicher. Eieiei, da gibt es ein paar Abstimmungsfehler in der Familie, das passt ja noch nicht so ganz, naja. Los, sag ruhig die falsche Antwort, dann sind wir weiter und wir können das Geld verdienen. Und die Antwort ist Fische, ein Delfin ist ein Fisch. Oh, also Frau Bauer, das tut mir leid, ich habe Ihnen gesagt, Sie sollten die Chance nutzen, um sich mit Ihrer Familie abzusprechen, aber nein, die Antwort ist falsch, die richtige Antwort lautet Säugetiere. Das war ja eine sehr kurze Show heute. Tja, so ist das hier beim Familienquiz. Und damit ist Familie Schnösel eine Runde weiter und näher am großen Geld. Oh, oh ja. Super, ja. Super. Klasse. Was? Das kann doch überhaupt nicht sein. Was war das denn für eine Quiz-Sendung? Nur eine Frage und schon ist sie vorbei. Oh Mann, was für eine Zeitverschwendung. Also, Claudia, war es das jetzt wirklich? Also, das ist ja eine äußerst seltsame Show, muss ich sagen. Die haben noch nicht mal eine Frage beantwortet, Familie Schnösel, und sind weiter? Du, Mama, was ist denn jetzt eigentlich das große Geld? Was gewinnt Familie Schnösel da bei der Show? Puh, keine Ahnung, aber ich glaube, es ist ein ganz schöner Haufen an Geld. Ich meine, 10.000 Euro. Stopp, 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 Pause. Mal ganz kurz. 10.000 Euro für diese Show, fürs gar nichts machen? Also, da würde ich gerne mal mitmachen. Oh ja, genau. Mit diesen 10.000 Euro könnte ich mir mein neues Zimmer einrichten. Komplett neu. Und warum machen wir dann einfach nicht mit? Warum schlagen wir Familie Schnösel nicht? Die sind doch viel schlechter als wir. Emma! Ja, das ist die Idee! Warum eigentlich nicht? Super! Also Claudia, ich weiß, normalerweise sind wir nicht so begeistert von den Ideen der Kinder, aber ich muss schon sagen, ist doch gar keine so schlechte Idee. Hä? Ein bisschen Geld auf der hohen Kante, wäre auch gar nicht so schlecht. Kinder, habt ihr noch was zu waschen? Ich wollte die Maschine anstellen. Mama, ich hab nichts mehr und Julian und Emma glaube ich auch nicht. Wir haben außerdem hier was zu tun, was Wichtiges. Aha, okay, was Wichtiges? Was denn genau? Sag mir das doch mal bitte. Naja, wir bereiten uns auf das Familienquiz vor. Wir lesen uns alle Wikipedia-Artikel durch. Wirklich jeden. Also wir drücken auf zufällige Artikel und da kommen ganz, ganz komische Sachen. Ich verstehe auch nicht alles. Ach, je, Kinder, ihr nehmt das ja ganz schön ernst. Naja, gut, ich weiß nicht, ob ich mich darauf vorbereiten sollte, aber Hauptsache, die Kinder sind gebildet.
Bitte was? Der ist... Ich kann... Hanna, sag das nochmal. Der ist auch hier notizlos. Ich bin es, Ihr Gastgeber, Richard Richtig, hier vom Familienquiz. Und wir haben heute natürlich wieder unsere Familie Schnösel dabei. Und es gibt natürlich auch wieder eine Herausfordererfamilie, aber die seht ihr dann gleich. Da haben wir nochmal Familie Schnösel. Also ihr habt ja einige Runden hier überstanden. Gratulation dafür schon mal. Aber natürlich, also ich bin schließlich Vizebürgermeisterin und meine Kinder gehen fast alle auf Privatschulen. Und hier haben wir die Herausforderer Familie Vogel und ich hab mitbekommen, sie waren auch schon mal in einen Flugzeugabsturz involviert, ist das richtig? Mann, oh Mann, sie haben ja einiges erlebt hier. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, naja, Wortspiel, sie wissen schon, na egal, sie sind wohl verwandt, ist das richtig? Ja, kann man so sagen. Also Maren Schnösel ist meine Schwester. Wir sind, ja, Schwestern und na, somit verwandt. Ja, genau. Und ich meine, meine Mutter ist auf jeden Fall die Schlauere der beiden Schwestern. Das muss man mal gesagt haben. Oh, das gab es ja noch nie und das ist ja wie bei einem Geschwisterstreit hier. Na, das bringt ja Einschaltquoten, oder? Und nun zu dir, Nils Schnösel. Mir wurde gesagt, du seist das Superbrain hier bei Familie Schnösel. Ist es denn so? Naja, Herr Richtig, also ich habe schon ein eigenes Unternehmen und ich bin noch nicht mal auf einer weiterführenden Schule. Also, ja, kann man so sagen, ich bin ziemliches Brain. Was erzählt der denn da? Das stimmt sowas von gar nicht. Hier, Julian Vogel, das ist das Oberbrain. Mhm. Na, meine Damen und Herren, wenn das nicht nach einem Duell riecht, hier die beiden Julian und Nils, die beiden Cousins, wirklich sehr, sehr spannend heute. Nun zum Regelwerk, also wenn ihr die Antwort wisst, dann einfach nur den Arm heben, bitte. Hast du es verstanden, Nils? Ja, habe ich. Du auch? Nun gut, zur ersten Frage. Also, wie viel rechte Winkel hat ein Quadrat? Hier, das weiß ich, das weiß ich. Was? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe die Frage noch nicht mal zu Ende gehört. Der Showmaster war noch nicht fertig damit. Oh, oh, Julian hat wohl heute keinen guten Tag. Ich hoffe, dass Nils die falsche Antwort sagt. Nun gut, Nils, die Antwort? Das ist doch einfach. 4. Und das ist sowas von richtig. Damit führt Familie Schnösel. Oh ja. Super, super, Nils. Ganz toll. Ach, herrje, das fängt ja gut für uns an. Nicht, dass Familie Schnösel wirklich besser ist als wir. Dann sind wir hier ganz umsonst hingekommen. Also ganz ehrlich, auch wenn Nils auf eine Privatschule geht, der hellste Stern am Himmel war der irgendwie noch nie. Nun gut, dann die nächsten Cousinen. Wir haben hier einmal Tessa und Hanna. Kommen wir zur nächsten Frage. Vor wie vielen Jahren lebten die Dinos? Das waren dann wohl 235 Millionen Jahre bis 66 Millionen. In diesem Zeitraum ungefähr. Vor Christus natürlich. Und das ist richtig. Oh, ein tolles Allgemeinwissen hat die Dame. Ach, super, Tessa. Was heißt das denn? Jetzt fahren wir jetzt wieder nach Hause? Oh Mann, Mama, wir wollten noch gewinnen. Wir wollten noch die 10.000 Euro. Nein, 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 mein Schatz. Wir werden nicht aufgeben. Wir haben noch ein paar Runden. Das kriegen wir hin. Nun gut, dann die nächste Frage für Emma und Isabel. Wer ist der Bruder von Pepper Woods? Hier, ich, George. Er heißt George. Sehr gut, kleine Emma. Das ist der erste Punkt für Familie Vogel. Super, super Emma. Emma. Großartig. Klasse. Oh, Isabel, wie konntest du sowas nicht wissen? Ich meine, hörst du nicht richtig hin? Ach, doch, doch, aber das war viel zu leise in meinem Ohr. Ich hab's nicht verstanden. Habt ihr das gehört? In dem Ohr? Was soll das denn heißen? Das weiß ich nicht, aber das ist doch irgendwas abgesprochen. Meisterdetektiv Julian ist wieder im Einsatz. Nun gut, wir machen eine kurze Werbepause. Holen Sie sich was zu trinken oder zu essen. Wir sind gleich wieder da. Du, Mama, also da gibt's, glaube ich, technische Probleme. Ich bin gleich wieder da. Nils, kümmere dich darum. Also noch sowas wie bei Isabel gerade können wir uns nicht leisten. Wir wollen das Geld nicht verlieren. Aha, wo möchte der denn jetzt wohl hin? Bestimmt nicht auf Klo. Na, den werde ich mal verfolgen. Naja, ich möchte mal gucken, was Familie Schnösel da treibt. Also ich glaube nicht, dass das mit rechten Dingen dazu geht. Mm, auf gar keinen Fall. Hm. Was will denn, wo will Julian denn hin? Hat er etwa keine Lust mehr? Oh nein, verlässt er das Team? Nein, 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 Mama. Julian geht, glaube ich, kurz frische Luft schnappen. Aber ist das dein Ernst? Also ich dachte, ich engagiere hier einen Profi, oder nicht? Du bist viel zu langsam mit den Antworten. Ja, tut mir leid, Nils. Also ich habe nur 10 Finger. Ich kann's halt nicht schneller. Sorry. Und was ist überhaupt mit deinem Ton los, hä, Erik? Also Isabel hat gar nichts gehört. Na, das war ja sowas von klar. Erik Eitel gehört hier mit zum Sabotageteam. Mhm, war klar. Also das muss auf jeden Fall der Showmaster hören. Mhm, das wird ihn ganz bestimmt interessieren. Ich muss schon sagen, Mike, also Ihre Familie ist wirklich sehr, sehr schnell und sehr klug. Sowas gab's ja noch nie beim Familienquiz. Hallo, Mr. Zirkusman? Also ich meine, Herr Showmaster, richtig? Kann ich Ihnen da mal kurz was zeigen? Oh, vielen Dank, vielen Dank. Ich wollte mich sowieso nicht mit dem Herrn Schnösel unterhalten. Ja, was ist denn? Mit dem Ton, Ton stimmt alles, Nils. Also kannst du Isabel vielleicht nochmal sagen, dass das ein In-Ear-Kopfhörer ist? Ne? Das muss richtig rein. Ja, ist in Ordnung. Konzentrier dich nur auf deine Arbeit. Familie Vogel müssen wir besiegen und besonders diesen Julian. Ah, Sie haben es gehört, Herr Showmaster, Herr Richtig, Herr Zirkusman. Der hat doch irgendeinen kleinen Helfer im Ohr. Mhm. Was? Wie bitte? Oh, was sehe ich denn hier? Äußerst interessant.
Josh, Pepper Woods, das war doch die letzte Frage. Also das möchte ich hier mal nicht mal mehr in der Show haben. Na Nils, da bist du baff, oder? Ich hab dich mit deinen eigenen Waffen geschlagen, oder so. Oh nein, wir müssen die Sendung abbrechen. Ich muss das natürlich hier im Sender irgendwie berichten. Oh, toll. Und jetzt hast du das Problem beheben können. Es kommen nur noch zwei Fragen. Eine für Papa, eine für mich. Wir müssen das schaffen. Nein, Mutter, das konnte ich nicht. Leider nicht. Herzlich willkommen zurück beim Familienquiz und, naja, wie soll ich sagen, ich bin geschockt. Liebe Zuschauer, ich weiß, unsere Show gibt es schon seit Jahren, aber sowas habe ich noch nie erlebt, noch nie. Oh Mann, jetzt mach's doch nicht so spannend. Sag doch schon, wir sind raus, wir sind zu schlecht. Ja, ich weiß. Familie Schnösel, sie sind Betrüger. Ja, es sind Betrüger, meine Zuschauer. Also meine lieben Zuschauer, bei jeder Show wurde hier betrogen, das weiß ich jetzt. Wie bitte, das kann überhaupt nicht sein. Wir sollen betrogen haben. Sowas werden wir niemals machen. Doch, Blödsinn. Leute, er weiß es. Er hat uns eben erwischt. Er weiß alles. Ich meine, die Show ist vorbei für uns. Und das hier, das ist der größte Betrüger, also der Helfer der Familie Schnösel. Lassen Sie sich durch Ihr Aussehen nicht durch das Aussehen ablenken. Es war ein schöner Anzug, aber ein Betrüger. Oh Gott, Erik Eitel. Naja, wenn jemand der Familie Schnösel zur Seite steht, dann ist es Erik Eitel. Es ist ja klar, dass Sie jetzt disqualifiziert sind. Ich möchte Sie hier wieder in dieser Show nie wiedersehen. Das war's. Auch bei uns auf dem Sender nicht mehr. Raus hier, aber ganz schnell. Ach, komm, Kinder, sowas müssen wir uns nicht bieten lassen. Ich bin Vizebürgermeisterin und Erik Eitel habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wer das ist. Das tut mir natürlich leid für Sie, Familie Vogel. Also, ich meine, dass es so ablaufen würde, wusste natürlich keiner. Aber gewonnen haben Sie leider auch nicht. Das tut mir leid. Schon in Ordnung. Wenn wir gewinnen wollen, natürlich auf die richtige Art und Weise. Und naja, ich kann nichts dafür, dass meine Schwester so ist. Ja, genau. Wir sind zwar Vögel, aber wir sind keine Betrüger. Na, das lobe ich mir. Und wissen Sie was? Zur nächsten Show sind Sie dann auch eingeladen. Da suche ich noch eine Familie. Hier beim Familienquiz.